Vince, pass auf, Pappenheimer vorne ist mir gestern schon ein bisschen aufgefallen. Aber der Porsche, Achtung. Wunderbar, okay, gut. Sorry, wieder da. Ja, muss ich glaube, so stehen. Ja. Und Le Mans, Alter, zum Beispiel fahren sie fast dieselben Rundenzeiten. Dachte ich jetzt. Because Top Speed. Okay. Ist Mittelklasse Alien. Roman Santa? Ja, Mann. Hey, aber wenn es so weitergeht, seid ihr bald Top 10. Ja, lass mich gerade mal gucken, wie viele Warnings wir haben. Zwei noch, okay, weil ich habe zwei eingefahren, ich Idiot wieder. Ich ja, liebe das irgendwie. Was passiert auch? Ja, vor allem halt beim Hinterherfahren, weißt du, die kommen alle dann zu weit raus, fährst du einfach mit hinterher und dann zack, hast du einen Off-Track. Boah, Victory, du fragst mich Sachen. Also ich persönlich kenne jetzt keine weibliche Simracerin, die gut ist. Also fällt mir jetzt zumindest nichts ein. Also jetzt so ultra gut fällt mir auch niemand ein, ne? Also. Liegt aber auch wahrscheinlich daran, weil es einfach nur ein kleiner Prozentteil ist halt von Frauen, die auch wirklich fahren, ne? Ja. Dünnes Eis. Sir Bondness. Ganz, ganz dünnes Eis. Wenn der Fahrer einen DC bekommt, dann gibt's eine Join-Reihenfolge, wie du wieder auf den Server joinen musst. Und zwar muss definitiv der Startfahrer zuerst joinen, bevor die anderen Fahrer joinen. Soll den anderen Fahrer vorher joinen, dann ist die Entry-List kaputt und dann könnt ihr das Rennen abhaken. Ja. Dann ist vorbei. Das ist halt leider echt so ein Ding hier in ACC, was halt wirklich frustrierend ist. Dass da noch nichts anderes irgendwie gemacht wurde oder... Netaken, tatsächlich kann ich noch keinen Partnervertrag machen. Selbst wenn, möchte ich das einfach nicht, weil ich dann nicht mehr gleichzeitig auf YouTube streamen kann. Warte mal, ich gucke mal schnell. Achievements. Also ich muss noch zwei Streams machen und dann könnte ich Partnerschaft machen. Ja, kein Problem, Bringi. Also ich hab dir jetzt nicht so viel geholfen, außer dir gesagt, wie ich die fahre. Alles cool. Stuhlst mir. Wir beobachten einfach mal den Entwicklungsverlauf, wie das jetzt Twitch, YouTube ist und dann sehen wir weiter. Also wenn wir nicht reinscheißen, ne, ist noch alles offen sogar. Sogar noch irgendwie Top 8, Top 7. Nö, nee, es ist, sieht alles noch gut. Sind alle nur 5, 6 Sekunden alle voneinander getrennt so. Da vorne. Wenn ich es gerade richtig sehe. Wobei, nee, da ist einer mit 16 Sekunden, sehe ich gerade. Ist gewittert. Genau, es sind nämlich erst 25. vom Rennen vorbei. Mhm. So, bin wieder da. Vince, alles soweit schon eingestellt für den Boxenstopp? Die Reifen vorne 0,1 weniger. 0,1 weniger. Und hinten 3, also anstatt 0,2, 0,3 bitte. Nein, GTE hat mehr Aero. Da dachte ich mir, bin ich mir eigentlich sicher, dass das so ist. Wir haben weniger Leistung, aber mehr Michael, Aero. Die reden gerade miteinander. Jetzt hinten weniger oder mehr? Du hast nämlich weniger also gerade gedacht. Hinten gesamt gesehen 0,3 mehr. Mehr, okay, weil du eben weniger, okay, okay. Und vorne 1 mehr. 0,1 weniger. Weniger, okay. Ist irgendwas passiert gerade? Also im Rennen? Hallo? Nee, okay. Nee, alles gut. Wir diskutieren gerade, ob
GTE mehr Aero hat als ein GT3. Ich dachte, das war so. Nee. Weniger. Was, die GTEs, die haben mehr Aero? Ja, bin ich nämlich auch ziemlich davon überzeugt. Die fahren viel schnellere Rundenzeiten. Ja, ach so. Die haben mehr Aero, nicht weniger. Also ein GTE hat mehr Aero als ein GT3. Nein, weniger Aero, mehr Leistung. Nee, es ist genau andersrum. Und jetzt hör auf zu diskutieren, du Rennsport-Noob. Kannst du dich mal bitte aus meinem Rennen verpissen, bitte? Verschwinde mal in dein Rennen, nur weil du da nicht zugucken darfst. Ja. Okay. Ich frage vorne links, 24.9. 25? Ja, 24.9. Ich hab's googeln, aber... Also so kenn ich's zumindest. Okay, nächstes Mal war dann gleich. Bei der nächsten Runde. Warte mal. GT3... Pitch Brown is not a car. Aha, hier steht, dass das GTE weniger Aerodynamik hat. Link. Das Straßenmodell des Porsche GT3, ja. Der RSR GTE, ist im Vergleich zum GT3 aber deutlich weiterentwickelt. Beispielsweise ist das Fahrwerk anders und er hat auch weniger Aerodynamik, aber auch das verbesserte Setup. Was? Schick mal Link. Wäre mir neu, dass das jetzt so ist. Ja, Rennsport-Noob. Nein! Rennsport, Noob. Hier. Nächster Reifen. 26,4 vorne rechts. 25,4. 26,4 vorne rechts. 26,4. Ja. Hinten links 25,6. Ja. Und hinten rechts 26,6. GTE hat nicht mehr Aerodynamik. GTE hat mehr. Nee, weniger Aerodynamik. Habe ich doch gerade vorgelesen. Die haben sich hier verschrieben. Maga, du kannst doch mal irgendwas nicht wissen und das ist auch nicht schlimm. Du fährst schnell und du bist schneller Fahrer, aber du kannst nicht alles wissen. Du brauchst da nicht gucken, ich hab dir das gerade vorgelesen. Ja, ich hab das ganz oben von 2017. Du Lümmel. Das muss ja auch nicht unangenehm sein, Michel. Aus Fehlern lernt man. Aber der GTE ist trotzdem schneller. Ja, da hat ja auch keiner dran, das hat ja auch keiner bezweifelt, dass der nicht schneller ist. Mir geht es ja nur darum, das Michel erstmal reinzudrücken und zwar brühwarm, weil er mich als Rennsport-Noob tituliert hat, weil ich seine Zeiten nicht fahre. Habe ich nie gesagt. Nee, hast du nicht gesagt, ich bin Rennsport, du? Nee, jetzt nicht in dem Sinne. Sehr schön gemacht.
mit geballter Kraft-Chat haben wir Michel gerade richtig schön, Coach Michel, haben wir richtig schön brühwarm in Reihe gedrückt. Bam! Ich dachte immer, es war genau andersrum. Ich versuche noch eine Runde draußen zu bleiben. Ist ja nicht schlimm. Kann passieren, Michel. Man kann nicht alles wissen. Obwohl, ich gehe jetzt schon rein. Gut, du hast recht. Ich muss meinen Fehler eingestehen. Wie du möchtest. Wie du möchtest. Viele andere Leute hatten recht. Ja, ich gehe jetzt rein, weil ich habe halt einfach mit den drei Freunden bin ich durch. Das ist Charakter. Ich bin halt gerade hinten so früh eingebrochen. Komm halt nicht mehr passiert. Rum. Passiert mir nicht wieder. Vorher google ich zuerst. Ist nicht wild, Michel. Dafür weißt du, wie man die Strecken fährt und bist schnell. Du kompensierst das wieder. Deine große Schnauze kompensierst du mit guten Fahren. Aber Michel, ich kann dich beruhigen. Ich hab's gleiche geglaubt. Oder gedacht. Jawohl, auch, ich hänge noch eine dran, das geht schon. Auch Profis wissen nicht alles. Eine Mama noch. Der Bentley hält dir halt gut auf. Hat der Lehrling einfach mal Meister belehrt. Du musst aber auch gleich mal runter hier, kleiner Scheißer, weil ich muss mich warm fahren. Danke. Und mein Moltern ist schon wieder abgebrannt. Aber der Audi vor Vincent hat ganz schön einen Drehmoment, ne? Okay, der wollte. Ja, der hat ganz schön Drehmoment. Der war jetzt zu flach. Hat eben kurz ein bisschen gedauert, aber ja, der hat ganz schön Drehmoment. Oh mein Gott. Hab erst nicht auf den Namen geachtet. Das ist aber so schlecht. Was soll ich dazu sagen? Michel, dafür ist Michel auch extra nur ins Stream gekommen, um diese Witze zu machen. Weil Duki ist nicht da. Er muss Duki kompensieren. Der braucht ein bisschen der Joke, ja. So, dann noch mal Schuhe anziehen hier, oder? Der heißt bestimmt mit Vornamen Turbo. So. Aber. Und jetzt haben wir nämlich den. Jetzt haben wir richtig den Over the Clock im Chat. Reini, die Fiebel, der weiß das. Da geht's los. Aber in. Weil das Over the Clock gerade schrieb. Die haben ja einen breiteren Diffusor. Breitere Diffusor bedeutet ja eigentlich mit einem mehr Aero am Heck. Oder bin ich jetzt dumm? Zumindest mehr Fläche, die da einfahren kann, ja? Ja, die Luft wird halt gerader gebügelt. Das heißt ja nicht, dass der mehr Aerodynamik hat. Also 115 Liter reichen, sagst du, ne? Das hat sehr viel Einfluss auf der Aerodynamik. Ja, hattest du eben auch dabei. Wenn der größer ist. Mehr Anpressdruck, also ist nicht mehr Aero. 115 im Tank müssen sein. Ja, aber ja, genau. Der Anpressdruck resultiert da aus der Aero, oder nicht? Nicht zwingend. Sehr stark gefahren, mein Lieber. Sehr stark gefahren. Schön, schön. Mach weiter so jetzt genau die eine Stunde, dann haben wir es gut gemacht. Passt. Ja, der Anfang war gut, aber ich hätte halt gern noch am Ende mehr gepusht, aber mein Fehler, ich hätte halt mehr Langstint üben müssen, weil ich habe erst dann gemerkt, wie krass ich meinen Hinterreifen zerstöre. Aber immerhin ein bisschen nach vorne gekommen, jetzt geht's weiter. Bam, genau. Gib ihm. Oh, Vincent, Junge. Richtig guter Teamfahrer. Und ich habe keinen Cut reingefahren. Bam. Richtig. Jamie. Ja, jetzt. Ja gut, du hättest ihn vielleicht so einfach dann zwischendurch mal empfangen müssen. Jetzt wurde dir erklärt, da ist er natürlich nicht mehr allzu lustig. Jetzt Sascha als erster Sinn. Okay. Ich drücke ihm. Leute, tu mir mal einen Gefallen. Wir haben gerade einen Squad-Stream auf, okay? Und sendet gute Vibes zum Schwesternauto, weil da sitzt jemand drauf, der fährt seit einer Woche Sim und hat wirklich trainiert wie ein Wilder, um das hier fahren zu können. Also, falls ihr nur gute Vibes pusht ihn. Also, ihr wisst wie. Nicht mal eine Woche trainieren, fährt seine ersten 12 Stunden. Thank you.
Wieso selbst der Herr Lohr sagt, dass ein GTE mehr Aero hat? Ja, was denn du? Wenn das schon der Rennsportprofi sagt. Also wenn man jetzt Profi sagen kann. Ganz wild, aber wir lassen das Thema jetzt am besten. Ich glaube, da kann man sich stundenlang drüber auslassen. Gehe ich mich jetzt warm fahren oder warte ich noch ein bisschen? Das musst du wissen. Die Strecke ist eigentlich nicht so kompliziert. Naja, safety first. War vielleicht bei dem GTI Porsche das Strafending davon gemeint? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es gibt da glaube ich auch einen GTI, oder? Der Windzug ist normal, weil hier vorne ist ein Lüfter dran, ne? Damit ich nicht schwitze wie ein Idiot. Meisti, das Mikrofon ist heil, aber ich sitze gerade so ein bisschen komfortabel, damit ich nicht schwitze wie ein Blödmann gleich. Fabi, mach dir keine Sorgen, aber ja, du musst die Boxengasse komplett selbstständig fahren. Das war das ja, super, war wieder ein flacher. Sollen wir lachen? Ja, ja. Okay, nee. Bitte. Das E steht für Aerodynamik, alles klar. Ey, Socke, moin, was geht? Ja, Michel ist halt sehr gut mit Dugi befreundet, da kommt das her. Dugi macht auch immer nur so unglaublich tolle Witze. Ich habe einen 24er mit Dugi gemacht, danach habe ich mich gefühlt, als wenn ich die Dead-Jokes-Fiebel aufgemacht habe. Einfach nur die Büchse der Pandora. Ja, das ist wirklich. Dugi machst die Büchse der Pandora auf, nur Dead-Jokes drin. Bam, 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 bam. Ja, viel los, Socke, heute. Nebenher viele Menschen Discord, mit denen reden, mit euch reden. Das ist, ist wild. Ich feiere Michel auch, ja. Außer seine hässlichen Dings hier. Komischen Sticker bei WhatsApp immer. Der schickt mir immer so richtig bescheuerte Sticker. Die sind gut, Mann. Ja, du schickst mir halt so richtig bekloppte Dinger. Aber Junge, manche benutzt du ja jetzt selber. Der schickt mir halt letztens so einen Daumen hoch, wo der Daumen halt ein Penis ist. Und ich denke mir so, was soll die Scheiße denn? Was soll ich denn mit dem Kack, ey? Und dann schreibt er aber auch eine ganze Woche nicht, dass immer in diesem Chat dieses Drecksding drin ist. Hatte ich dir schon den Typen geschickt, der die Brille abnimmt, wo die Ohren dann in der Brille sind? Ja, hast du auch. Der ist so gut. So, ich gehe mich mal schnell warmfahren eine Runde. Na toll. Ja, ich bleib trotzdem hier, aber ich muss mich warmfahren und die Drücke rausfahren. Also Leute, gib ganz kurz mal nicht das Auto. Der ostdeutsche Studentenlutscher, genau. So, was haben wir jetzt gerade? 31? 25, 31. Kann ich das überhaupt so genau einstellen? Ich weiß das gar nicht. Single. Also du hättest eigentlich jetzt bloß die Uhrzeit übernehmen müssen, sonnig. Genau, 3.30 Uhr, sonnig. Und ich glaube 21 Durchschnittstemperatur war es beim Server. 16 Uhr, genau. Ne, individuell, also Custom. Na, 21, ne?
So, die Wolken musst du noch wegmachen, sonst haut's nicht hin. Doch, sind ja ein paar. Achso, ne, dann. Oh, 20%, wa? Ich glaub, das haut nicht hin. Ja. Doch. Kleiner Pimmel. Was? Es ist kühler, oder? Hattet ihr nicht 35 Grad? Nee, wir haben 31. 31 okay. Und 25 R. So Glück gehabt. Tja, Michel. Heute zeigt dir der kleine Student mal, wie der Hase läuft hier. Einfach, hatte sie einfach schon mehr Stunden ACC als ich. Tja. Bist wohl nicht ganz auf der Höhe heute, wa? Ach, hör auf, ich hab gar keinen Bock. Ich will eigentlich gar nicht nach. Ich will das nicht in den Audi einstellen. Wenn ich sehe, dass es nach gut 2 Stunden immer noch schifft auf dem Server, da hast du einfach keinen Bock mehr. Sascha mit Dreher. Okay, Socke, der hätte von dir kommen können. Ganz ehrlich. Und hier bei den Chuck Norris Witzen angekommen. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschubi. Sock 3 giftet A-Tier 1 sub 2 RAWR 0 Jal. They have given 553 Gift Subs in the channel. Socke, danke, dass du Raw Royale 1 zugesteckt hast. Dave nicht unbedingt, aber du sparst dir halt Wurmhaut an den Daumen. Also ich fahre ohne Handschuhe. Wenn ich keinen Alcantara-Link dann hätte, würde ich es auch machen. Ohne Handschuhe. Ja, selbst mit Handschuhen versiffst du das. Ja, ja, klar, das geht irgendwann auch natürlich abgegriffen, wie ist das, aber ich finde, wenn da halt dann so schwitzt oder so manchmal, das ist dann schon, ja, über Handschuhe. Das ist korrekt, Taken. Ich muss mir die immer wegfeilen, wie so ein Mädchen. Aber halt an der Seite vom Daumen. Moinsen, Magga. Hey, Proxy, danke für deinen Sub, Magga. Moinsen. Aber du fährst halt ein Rennen mit Handschuhen und dann kannst du die eigentlich schon waschen. Weil bei mir sind die dann immer komplett durchgeschwitzt. Und zumindest ein langes, ja. Boah, durch den Triple Screen ist dein FOV so wild im Stream. Wir
weiß gar nicht, ob das bei mir damals auch so aussah. Alles gut? Ja, ja. Okay, weitermachen. Das kann nur ziemlich verwirrend mit diesen ganzen... Ja, ja, die Strafenwechsel, das habe ich Alter, auch... Alter, also das, Entschuldigung, also das reißt einen so raus, dass ja. Die auf einmal 10, ja. 20 Strafen ausfallen. Das ist echt nervig. Keep Focus. Ich versuche jetzt noch gerade ein bisschen Reifen zu schonen, also ich pushe jetzt nicht mehr. Dash eigentlich vor deiner Base? Ja. Meine also Base. Komplett. Ja, meine Base fällt nach hinten. Warum? Ja, ich mach das. Dem mittleren Monitor gesehen. Ja, das könnte ich auch machen, aber dann habe ich im Stream oben und unten schwarze Streifen. Hä? Also wie im Kino. Wie passiert denn das? Na, weil du wahrscheinlich näher an deinem Monitor gesessen hast. Kann sein. Ja, und das habe ich ja nicht eingestellt. Wie weit sitzt du weg? Irgendwas bei 80. Okay, ich war glaube 6,50 oder so. Ja, das kann ich ja nicht machen, weil die Base so hoch ist, sonst würde ich das auch machen. Das ist 100, ich weiß nicht. Gut, du hast auch kleinere gehabt, ich habe ja 40 Zoller gehabt, das ist auch nochmal eine andere Sache. Und eine Lenkstange, die habe ich ja. Nee, die hatte ich, wo ich die Fernseher hatte, hatte ich die noch nicht. Ah, okay. Die habe ich erst, seitdem ich den Router weiter. Base auch erst vor dem Bildschirm. Das hat mich dann halt abgepackt, deswegen habe ich umgebaut.
Sascha hat eine Durchfahrtsstrafe bekommen für Missachtung von blauen Flaggen. Mhm. Hey. Jungs! Das hat mich aber gewundert. Erst stand da drin, no further actions, und auf einmal stand dann doch irgendwie Durchfahrtsstrafe. Ich hoffe mal nicht, dass er da wirklich irgendwie, ne, so verkrauft mit ACC oder so. Weil er noch nicht sehr erfahren ist und halt Probleme hat oder so. Dafür sind wir ja da, um ihm das nachher in Ruhe zu erklären, ihm den Stress zu nehmen. Bis später, Flaco. Und viel Glück. Dankeschön, Nils. Lass dir gut gehen. Das ist meine allererste offizielle 1,45 mit ganz vollen Tanken. Sehr gut. Ich bin richtig schnell. Abfahrt ins Fangboy! Okay, stellen wir die Reifendrücker noch ein. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Sock 3 giftet. Halt dir aber mal im Kopf, dass du ab 20 Minuten, sag ich mal, die Reifen ein bisschen einbrechen, ne? 554 Gift Subs in the Channel. Ich mach's doch heute schon ein bisschen rutschig. Ich hab auf 26 gemacht jetzt. Das hängt übrigens nicht mit dem Reifen zusammen, Xentrin. Das hängt mit der Änderung am Rake zusammen. Wenn Dizzy jetzt mal auf Aero geht. Ich hab da. Kann ich gerade. Ach, vom Gewicht her meinst du wahrscheinlich auch, ne? Ja, das hängt mit dem Rake zusammen, weil in Schlaube ab 80 Litern verändert sich das Rake. Also das könnte man dann, wenn Dizzy das mal abfotografiert hat, kann er mal kurz auf Aero gehen und dann kann man das mal zeigen, was ja, ich meine. Ich kann keine Screenshots machen mit 7000 Auflösungen, weil das File ist too powerful! Ich muss Foto machen. Hey, ihr Katzen, was ist denn mit euch? Also ich hab dir das mal gegeben, falls du El Vinco das mit durchgeben möchtest. Jo, mach ich denn. Geh mal auf Aero. Ja. So, und jetzt Twitch gehst Prime du mal auf Temporary ist. Fuel. Machst noch. Du mal ganz voll. In der Mitte ist es das. Hättest du einfach dorthin klicken können. So, und wenn du jetzt siehst du ja unten das Rake, das ist jetzt bei minus 0,6. Jetzt machst du mal 80 Liter rein.
So, und da hast du eine Rake-Änderung von 0,2 Prozentpunkten. Und das merkst du im Auto. Mit dem Rake müsste er dann theoretisch ein bisschen mehr untersteuern. Also bloß mal als kleine Information für euch, Chat, wenn ihr euch wundert, warum euer Auto in der Mitte vom Tank instabil wird, müsst ihr euch mal das Rake angucken, wie sich's verändert. Und das Rake dann dementsprechend einstellen, dass ihr mit vollem Tank ein bisschen mehr Rake fahrt, sodass ihr dann auf euer ursprüngliches stabiles Rake kommt. Grad meine ich. Stand da Grad oder stand Prozent? Ich weiß es jetzt gar nicht. Prozent? Ja, Prozent. Ich sehe immer nur die Zahlen. Danke. Wie lange ist er jetzt noch draußen? Circa eine halbe Stunde. Ja, ich muss nämlich meine Schuhsohle mit doppelseitigem Klebeband ankleben, weil die rutscht immer. Okay. Ja, also die Einlage im Schuh. Ah, oh, okay. Ich dachte, er muss seine Slip-Einlage festkleben. Echt jetzt? Okay, da haben wir auch wieder Platz. Das war wieder, ja, schon gesagt. Das ist einfach sinnlos. Oh Mann. Du hast echt schon mal besser. Oh, der Forza hatte GT. Ja, 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 12 hatte so. GT, du bist vorbei. Nee, ich habe ganz normale Sketcher-Tonschuhe für, keine Ahnung, 20 Euro oder so. Ohne Schnürsenkel. Aber hinter das wären bei mir schon gute Schuhe. Bitte? Ja, ich weiß. Ich das wären bei mir schon gute Schuhe. Für fahr 20 einfach Euro. Weiter, du machst es gut. Mit denen gehe ich essen. Ja, ich auch. Aber ich habe die halt genommen für die Dings. Ich muss mir aber irgendwann mal neue holen. Also die zerfallen komplett. Alter, bei mir geht die Sohle ab. What the heck? Nee, die Schuhe sind nur dazu da, dass sich das Metall der Bremsen nicht in deinen Fuß reinfrisst und damit dein Hacken, wenn du den auflegst, nicht Schmerzen kriegt. Aber das ist auch von Fahrer zu Fahrer unterschiedlich. Es gibt Menschen, die stört das nicht. Es gibt Menschen, die stört das. Nee, kein Klettverschluss, da sind so Gummisachen drin. Also, dass Dizzy die Schuhe auch zubekommen. Sind da halt so Gummisachen brauch drin. Brauch ich nicht. Die sind zu. Brauch ja, ich weiß. Deswegen. Laberst du schon wieder? Klettverschluss wäre zu kompliziert. Ja, Leute, jetzt mal zu dieser Sascha-Geschichte, weil ich das jetzt auch lese gerade im Chat. Das ist sein allererstes Rennen. Wir wissen alle, wie unser erstes Rennen ausgesehen hat. Wahrscheinlich wird er einen Puls von 500 haben oder so und noch nicht mal, also nicht wissen, was er machen muss, plus den Rennstress noch dazu. Und ja, offline ist er Rennen gefahren und nein, offline Rennen fahren bringt dir gar nichts. Weil das hier was anderes ist. Das ist eine andere Stresssituation. Er wird das auch lernen. Wir sollten aber in die Box. Wer, wir? Nee, die geil. Gerade ein Stream auf dem Motorhaube flattert. Ja, lass die da mal machen. Die machen das schon im Team. Warum hast du die paar Pedale gewechselt? Weil ich die Funnerdeck-Pedale nicht schön fand. Fand die nicht gut. Ey, bis später, Sorge, viel Spaß. Twitch Prime ist 9 Monate UFF und ist es geworden? Es ist ein genialer Stream. Die Cest. Oh, ich muss mir mal echt was einfallen lassen für mein Molton hier unten. Ich hab den mit Gaffer angeklebt, aber irgendwie. Was hast du mit Gaffer angeklebt? Molton. Was ist das? Theaterstoff, der Licht undurchlässig ist. Den habe ich unten ans Rig geklebt, damit man kein Licht sieht. Also, dass sich das anfühlt, als wenn du im Auto sitzt.
Es könnte jetzt ein bisschen schwer werden da vorne, da sind zwei am Kämpfen. Ja klar, aber der Ferrari vor mir hat doch nichts zu suchen. Nee, der eigentlich nicht, nee. Wenn du mir jetzt nicht vorbeilässt, Alter, dann... Mein altes Rig liegt bei mir in Kartons verpackt. Und wartet auf einen neuen Besitzer. Achtung! Eine Klärung. Alter, ey, ohne Witz. Wer kennt nicht den Neuling? Bei uns hat. Ja? Ja. Nee, mach du. Das ist dein Stream. Das Ring hat schon jemand. Aktuell. Hat schon jemand gekauft. Ich muss nur noch wegschicken. Ich weiß noch nicht, mit was ich das wegschicken soll. So, bei uns hat jetzt Vincent ins Auto gewechselt, momentan Platz 25. McLaren! So, ich gehe aber jetzt noch schnell bei den anderen rüber. Ist das dein Scheiß, ey? Wie es so läuft. Lol. Kommt da vielleicht. Ja, ein bisschen später, ist gerade Action, sorry. Also viel Glück dir, wenn du fährst, ja? Ja, ja. Ich schreib dir nachher bei WhatsApp oder so nochmal bestimmt. Komm bestimmt nochmal rum. Achso, ja, mach das. So, bis dann. Mach's gut, tschüss, Michel. Tschüss. Tschüss, Jetty. Ach, und hier. Twitch Prime is not a crime. So, bis dann. Tschüss. Ciao, rein, Michel. Vielleicht jetzt irgendwie noch Reifendrücke irgendwann machen, wenn du gerade noch ein bisschen Luft hast nach hinten. Was? Reifendrücke eventuell dir nichts machen, weil du gerade noch etwas Luft nach hinten hast. Du meinst einstellen? Yep. Musst du mir dann keine Luft nach hinten. Hinter mir direkt hinter McLaren, Mann. Eine Sekunde. Ja. Fahr du erstmal. Ist gut. Wir haben noch eine halbe Stunde. Ist genug Zeit. Nee, mein Lenkrad verkaufe ich noch nicht. Ich habe noch keine Simucube hier. Wenn ich meine Simucube habe, verkaufe ich die Wheelbase und meine Lenkräder im Bundle. Dann geht das alles auf einmal weg. Was schätzt du, was das alles wert ist? Was wert ist, Richie? Das Fanatec-Bundle? Keine Ahnung, 1,8, 1,9. Welches Lenkrad hast du dir? Gomez Industries. Und dann irgendwo noch ein rundes, mal gucken. Der Wechsel des Wheels. Ich mag Fanatec nicht. Ich möchte keine Fanatec-Produkte mehr haben. Ich bin kein Fanatec-Fan mehr. Also war ich vorher nicht, aber ich bin einfach kein Fan von deren Produkten. Ich möchte das in meinem Stream und mit mir nicht in Verbindung haben. Gab's einen Vorfall? Nö, das nicht. Aber ich krieg für das Geld weitaus bessere Sachen. Deswegen möchte ich das halt einfach für das Geld hier nicht haben und dafür nicht werben. Bei mir geht es ja nicht immer nur darum, dass ich das privat fahre, sondern bei mir geht es ja auch darum, dass ich das tausende Menschen ansehen
und ich ja immer für for free quasi Werbung mache. Und wenn ich selber mit dem Produkt nicht zufrieden bin, dann mache ich dafür keine Werbung. Und dann kommt das weg. Das ist wie beim iPhone, da kostet der 50% der Name. Das sehe ich da ein bisschen anders. Da würde ich Prozente anders verteilen, aber gewissermaßen hast du schon recht. Ich möchte übrigens das Thema Fanatec heute nicht schon wieder aufmachen. Also können wir gerne ein andermal machen, aber nicht heute, wenn es geht. Also nicht während des Rennens. Das wäre lieb. Alles gut, Retro. Alles gut. Kannst du machen, Desmond, ja? Oh Mann, ich hatte gerade meine Hassrede geschrieben. Ach, schon, du. Ich habe eine DD1 und einen McLaren Wheel V2. Aber für eine DD kannst du halt auch eine Simu Cube kaufen und ein anderes Lenkrad dazu. Für dasselbe Geld. Wo du ein bisschen besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hast. Wobei ich das für den Simu Cube jetzt an der Stelle noch nicht sagen kann, weil ich den noch nicht in der Hand habe. Also ich kann da nur von theoretischen Sachen reden gerade. Erstmal Lenkrad-Diskussion. Nö, ist keine Diskussion. Das können wir gerne mal nach dem Rennen, können wir das gerne mal besprechen. Das ist kein Problem. Ich hab der Audi, wenn ich hab, dass es rankommt. Fischer noch rein, Magal. Später. Also ich kann nicht euer Pace fahren, ne? Ja, macht ja nichts. Also 1,46 vielleicht. 1,45. Fährt er ja auch gerade. Fährt er ja auch gerade, ne? Ja. Wenn du so in etwa 46,5 oder so fährst, ist gut. Das Mikrofon hat keinen Piepton. Hier piept gar nichts. Das Einzige, was du piepen hörst, ist entweder, wenn ich in den Ventilator gucke oder die Bremsen von dem Reifen. Oder es kann der Twitch-Codec sein. Aber ich habe ein ganz reines, feines Signal, wie du hörst. Also, du rönt hier nicht. Grüß dich. Hallo. Was geht? Ich habe die Sprint-Hektor. Noch. Also, GSE bringt Pedale raus. Da werde ich wahrscheinlich auch mal reinlunzen. Fährst du auch? Holla, die Waldfee. Das war sehr knapp. Fährst du auch den AMG oder einen anderen Wagen? Nee, ich fahr den selbst. Das ist mein Auto hier. Also, das ist mein Team. Ich fahr auch den. Moinsen, Magga. Lukas, dankeschön für deine Subskribierung. Roman, dankeschön auch an dich für dein Prime. Ruben, dankeschön für 66 und dein ein Bild. Sübig, dankeschön für 9 Monate und Fox, dankeschön für 2. Vielen Dank, Leute. Warum machen die denn nie Platz? Die sind doch erfahren, die Leute. Oh, Junge. Oh, das war aber auch auf letzter Rille. Danke, Arne. Bus geht raus. Geht doch. Fischis, Ausrufezeichen 12H.
Also alle Leute, die Informationen zum Team suchen, zum Rennen, wer wann fährt, wer das Rennen veranstaltet, Informationen zur Strecke. Say hello to my little friend. Ausrufezeichen 12 H. H wie Hase oder H wie Stunde. Wie läuft der Fahrerwechsel ab? Vincent wird jetzt demnächst in das Boxenmenü gehen. Dort kannst du die Reifen einstellen, wann er reparieren soll. Leute, das ist der Codec von Twitch mit dem Piepen. Bitte refresht euren Browser. Bei mir piept nichts. Also hier ist das Signal ist clean. Glaubt mir. Vertraut mir bitte einfach. Refresht bitte euren Browser oder guckt bei euch zu Hause nach. Die Diskussion haben wir schon sehr oft geführt. Zurück zum Thema. Also, Vincent wird jetzt in das Boxenstopp-Menü gehen. Der wird die Reifen quasi einstellen, den Sprit, den Schaden reparieren. Und dann gibt es noch eine Zeile Fahrer auswechseln. Da wir jetzt ja oben links, könnt ihr sehen, da oben in der Ecke, da stehen die Fahrer, Hill, Len und Gott. Und der kann, also Vincent kann jetzt den nächsten Fahrer anfordern da oben und sagen, Lentis wird der nächste Fahrer, das bin ich. Das heißt, er fährt in die Box. Dort wird der Boxenstopp durchgeführt. Und nach dem Boxenstopp darf ich das Auto quasi übernehmen. Info für dich, vor dir Zweikampf. Hä? Ja, ich weiß. Bitte auf der Geraden, nur Infos. Das kann mich also tun, sonst... Gott fährt gerade, ja. So, ich muss aber noch mal ganz kurz AFK, Leute. Ich muss A, meine Sohle festkleben, weil die nämlich komisch sich bewegt. Und dann gehe ich kurz an den Schmökern und dann werde ich nämlich gleich fahren. Also, bin gleich wieder. Zentrum, du bist ja noch da, ne? Ich bin da, ja. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ey, der fährt auf der Gerade vor. Was soll das? Ey. Ja, aber ich habe gut gemeint. Der AMG ist so langsam. Ich fahr hier den Mercedes. Was ist das? Danke an den Bentley.
Weiter, McLaren. Mach dich weg. Bitte. Sorry, da bin ich ein bisschen zu schlicht reingefahren. So, da bin ich wieder. Bitte. Das ist ein Anzeigefehler, Günni? Übrigens, Ossi, dankeschön für 5 Subs, Maga. Und Ripsaw, dankeschön für 2 Monate. Und Lukas, dankeschön nochmal für deinen Sub. Ich fahr gleich, Reis Manuel. Ich bin gleich dran. 10 Minuten oder so ungefähr. Habt ihr schon Reifendrücke gemacht? Nö, erwischt nicht. Oder im Zweikampf ist alles. Was? Achso, nee, wegen Reifen. Sorry. Mischt er gerade nicht. Ich bremse links, ja. Ich weiß nicht, wie viele Fahrwarnungen wir haben. Aktuell? Eine? Zwei? War nicht an dich, sorry. Ich glaube, 2 haben wir aktuell. Okay. Ja, und beide durch mich, aber. Ja, ist okay. Ich bremse mit links, ja. Ist auch ratsam, weil sonst verlierst du zu viel Zeit. Weil der Wechsel zwischen Gaspedal und Bremse ist im Rennsport eigentlich sehr gravierend. Also zumindest sagen wir mal bei GT-Fahrzeugen. Ey, Xirus? Maga, nicht in meinem Channel. Hier ist nichts mit Shut the fuck up, halt die Fresse und so eine Scheiße gibt's hier nicht. Geht ordentlich miteinander um, ansonsten hau ich dazwischen. Redet vernünftig miteinander. Wir sind hier nicht in der Gosse. Hier alles durchgucken, ob alles stimmt. Ist eigentlich nur ACC. Ab und zu mal Rallye, ja, aber das ist schon lange her. Momentan konzentriere ich mich sehr auf ACC, um hier besser zu werden. Twitch Prime ist
Twitch Prime ist Note Crime. Harlekin, dankeschön für dein Prime und Rinki, dankeschön auch an dich für dein Prime für 5 Monate. Willkommen zurück. Vielen Dank für den ganzen Support heute. Vielen, vielen lieben Dank. Leute, es ist scheißegal, ob du nach 6 Monaten dein erstes Rennen fährst oder nach 4 Tagen. Du wirst in deinem ersten Rennen immer aufgeregt sein. Und Endurance-Rennen bringt noch viel mehr Stress mit sich wegen Überrundung. Du willst keinen rauskegeln. Das spielt keine Rolle, wann du das machst. Ich bin mein erstes nach 6 Monaten gefahren. Das sah genauso aus. Das sah ganz genauso aus wie bei Sascha. Und ich bin 6 Monate gefahren und habe super viel trainiert. Nee, ich bin nicht aufgeregt. Echt nicht? Nö. Okay. Ich bin so viele Rennen gefahren mittlerweile. I believe in myself. Trotzdem, ich bin immer so ein bisschen aufgewühlt, doch. Also. Nö, jetzt nicht mehr. Also mittlerweile nicht mehr. Okay. Also wenn ich im Stream eine Stunde fahren kann und ich kann nebenbei reden, dann bin ich nicht mehr aufgeregt. Also so wie auf den meisten Strecken aktuell. Glaub mir, er wird danach auch wieder ins Auto steigen. Das ist normal. Ist, wie gesagt, es ist völlig egal, wann du es machst. Wir haben uns alle rausgedreht, wir haben alle Unfälle gebaut. Zentren baut heute, El Vinco, Michel, wir bauen alle Unfälle. Alle. Das ist normal, wir sind keine Maschinen. Und das ist egal, wie lange du fährst. Du kannst 500.000 Runden trainieren. Wenn im Rennen vor dir einer komisch bremst und du nagelst den hinten rein, dann ist das einfach so. Wenn dich einer überrundet, überrundet dich einer. Und wir fahren noch nicht mal eine stressige Strecke. Das ist genau das, wollte ich gerade sagen, Tribune. Das ist der dümmste Satz, den ich die ganze Zeit von meinem Chat immer gehört habe. Und ich habe ihn erst sehr spät verstanden, was die Leute mir damit sagen wollten. Mund abputzen und weiter geht's. Ist wirklich, ist scheißegal. Das wird niemals ausbleiben. Also selbst die ganz krassen Rennfahrer im realen Leben machen auch alle Fehler. Passiert. Aber vielleicht sollte er so langsam mal die Reifendrücke einstellen. Ja, 15 Minuten hat er noch. Ach so, ja gut, dann ist ja entspannt noch. Ich war gerade schon mit meinem Kopf woanders. Das legt sich mittlerweile. Irgendwann bist du, also irgendwann ist, bist du selber den Stress gewohnt, weil es halt wirklich viel Stress ist, dass sich das nicht mehr so sehr tangiert. Das dauert aber ein bisschen. Also du musst halt, ich habe auch 5, 6, 7 Endurance-Rennen gebraucht, um das endlich mal zu verstehen und auf die Kappe zu kriegen. Für dich als Info, wir haben 3 Strafen, also 3 Punkte schon. Ich weiß nicht, Foxinator, wie viele Rennen ich gefahren bin, ehrlich gesagt. 5, 6, 7 oder 8? Ich weiß es nicht. Guck gar nicht nach, ehrlich gesagt. Nee, 3 Strafen im Sinne von 3-mal gecuttet und bei der nächsten geht es eine Durchfahrtsstrafe.
Ich glaube Henry 500 oder so. Ich bin 500 Stunden ACC gefahren. Was bedeutet 3 Punkte? Also du kannst, wenn du cuttest und dadurch Zeit gewinnst, kriegst du einen Fehlerpunkt, nenne ich es jetzt mal. Wenn du das dreimal machst, kriegst du eine Durchfahrtsstrafe. Und wir sagen da manchmal Punkte zu. Er macht aber auch dich, ne? Ich würde mir den Stress ja, gar nicht. Gut. Ja, macht er gut, aber. Ja. Ich würde mir den Stress gar nicht machen. Ich würde ihn schon durchlassen. Startziel, erster Reifendruck. Aber der Audi passt gut auf. Also guter Fahrer. Das freut mich, dass euch das so gut gefällt. Also freut mich wirklich, dass ihr das so annehmt und das mit uns so feiert und zelebriert. Das ist sehr, sehr schön. Wir fahren nächstes Wochenende übrigens das nächste Rennen, 24-Stunden-Rennen nächste Woche. Das wird auch voll übertragen. Also, ja. Ab nächste Woche geht's weiter. Vorne links 25.1. Ja. Vorne rechts 26.6. Ja. Hinten 25,5, hinten links. Ja. Und 26,4 hinten rechts. War das, ne? Ja, korrekt. Okay, ist alles angestellt. Die Drücke haben gepasst, auch sehr. Nicht? Ja, ich bin damit umgefahren damit. Gut. 32 Grad, also ist kälter geworden mittlerweile. Also ich bin bei 32 gefahren. Okay. Denk mal, das haut hin. Sollte passen, ja. Hey Jay, ohne Scheiß, ich freue mich wirklich, wirklich sehr darüber, dich hier in ACC zu sehen und dass du damit auch so mitfieberst und dir das reinziehst und da auch so enthusiastisch dabei bist. Ich finde das mega geil. Ich feiere das komplett. Ich freue mich immer wie so ein kleines Kind, wenn andere Kollegen auch anfangen zu fahren und das halt richtig feiern und da auch so Bock drauf haben. Weil das einfach so, Endurance ist halt so ein... Also Sprintrennen sind schon geil und Simracing ist geil, aber Endurance ist halt nochmal so was ganz anderes. Das hat so eine eigene Magie. Wisst ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Sag mal, redest du darüber, was dich dein Racing-Zeug gekostet hat? Ohne Streamgear oder mit Streamgear? Wir haben das nämlich gestern gerade ausgerechnet, witzigerweise. Ich müsste mal ganz kurz auf AFK gehen. Ja, hau gut. Rein. Ich bin da. Bis gleich. Bis gleich. Nächste Woche fahren wir Ferrari. Also nur mein Racing Gear kostet 11.800 Euro. Mit Racing, also mit Streaming Gear dazu 23. Samstag. Freitag ist Qualifying Fresh und Samstag ist Rennen. Und Samstag fahren wir auch mit zwei Newcomern, möchte ich sagen. Mit Jay und seinem Kumpel Max. Viel Energie, Brudi. Also nächste Woche fahren wir mit zwei Anfängern dazu. Was hast du für ein Luxus-Seat gekauft? Ich habe ein komplettes Rig von GSE. Und sitzen tue ich in einem Momo Daytona XXL. Nächste Woche ist das 24er, ist ein Charity, ja. Das ist richtig. Da fahren wir für einen guten Zweck.
Wann gibt's mal Community-Rennen? Laguna Seca? Na nie, weil wir fahren kein Laguna Seca. Das Ding ist, ich kann gerade nicht so viele Community-Rennen fahren, weil ich mich selber auf die Endurance-Rennen vorbereiten muss. Hello, Dizemo, Dizelo, Dizelo. Aber vielleicht schaffen wir es nächste Woche nochmal ein Trainingsrennen zu machen. Mit dem Team. Also ich glaube, Jay und Max wollen bestimmt auch nochmal fahren nächste Woche. Müssen wir mal gucken. Ist der Marker ready? Ja, bin da, anwesend, sitze hier. Ich mache jetzt noch eine Runde. Die wird dann mein Inlap. Ja. Also sonst verliere ich jetzt mit den Reifen zu viel Zeit. Alles gut, bin da. Bin ready. Okay, Leute, ich bin hier, gehe jetzt ins Teamspeak. Also ihr hört die Leute hier noch im Discord reden. Ich fahre, bin aber nicht da. Also ich bin nur auf der Rennstrecke. Ihr habt jetzt 2 Stunden mit den Boys, okay? Angefordert bist du ja. Also Xentrin, wenn der gleich wiederkommt, solltet ihr den hören. Ich fahre jetzt dann. Also ich hoffe, ihr hört alle. Ja. Ich hoffe, das geht. Aber ich glaube, ich habe alles richtig eingestellt. Ach, gell, ich war... Ja, genau. Wir fahren noch die Drive-Thru durch und dann... Scheiße. Was ist denn hinter dir vorbei? Als zwei fehlen die Box. Hast du genug Zeit, dass du nicht überziehst? Meinst du? Hast du genug Zeit, dass du nicht überziehst? 5 Minuten. Okay, ja, dann fahr die noch durch. Ah, ärgerlich, ehrlich. Ist gut, ist gut, ist gut. Super Stint, mega gefahren. Toppi Galoppi. Kannst du nicht machen, Zentrum hat ja schon 2 draufgelegt. Ist alles gut, ja. machen wir als Team wieder Wett. Richtig gut gefahren, Maga. Schön. Auch gut. Ja, scheiße, ich glaube, ich muss reinfahren, weil er resettet mir die Stintzeit. Ja, dann hau rein. Fahr rein, dann fahr ich die DT weg. Alles gut. Ja. Dann fahr ich die DT weg. Hä? Was zur Hölle? Okay, DT ist weg, fahr durch. Alles gut, reg dich nicht auf. Guck bitte, ob alles eingestellt ist. Ja, ja, alles gut. Sind die Reifendrücke noch aktuell? Ja, ja, für uns. Ich war... Ist egal jetzt, konzentrier dich. Confused. Sind die Reifendrücke eingestellt? 25.1, 26.6, 25.5, 26.4. Sigilentes und ich stelle dann noch in der Box dann den Sprit ein. Schön. Sehr gut.
Kannst du bei der Einfahrt noch auf TC3 stellen? Ja klar. Bremsballons wieder? Sehr schön. Starker Stint. Gut, EDT noch weggemacht, alles gut. Spitzending. Ja, war halt leider unnötig, aber alles passt, gut. Ist okay. Haben wir wenigstens das Kling für die restlichen Stunden. Oh, ich würde sagen, haben wir wieder ein bisschen Luft. Ah, schönes Ding, Vincent. Ganz klasse. Good job. Super Attitüde, Brudi. Richtig starke Attitüde heute an den Tag gelegt. Ah, leck mich am Arsch. Also, nee. Der Audi hat mir echt Feuer zum Arsch gemacht, Alter. Mhm. Zentren, kannst du kurz in Discord sprechen und das gegenchecken, ob das geht mit Chat? Oh. 18, 17 Sekunden, 15 Sekunden. Redest du im Discord? Nee, ich rede mit dir im Teamspeak. Nee, ich meine. Ja, ich habe eben kurz gesprochen. 10, ja. Okay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ab das Ding. Gute Fahrt. Sollte jetzt gehen, dass ich mit euch reden kann. Check, 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 hört ihr uns? Alter. Wunderbar. Oh, leck mich am Arsch. Hast du Spitze gemacht? Ich brauche erstmal die neue Hose. Ich habe auch geschnitten. Ich muss mich umziehen, Alter. Oh, nee, ich geh gleich duschen, bis gleich. Juhu. Ja, dann wird doch wohl nichts mit Essen machen. Kann mir kurz ein Feedback geben, ob das mit dem Sound passt? Scheint alles gut zu sein. Dankeschön, alrighty, ich gehe fahren dann. Danke. Viel Spaß. Danke. Ja, das stimmt. Die DT auf Spar ist wirklich, also, die möchte keiner haben. Die ist wirklich ätzend. There's a car left, watch out.
Naja, die dürfen ja noch alle pitten jetzt, ne? Also wir haben ungefähr jetzt, ja, ich sag mal durch die DT wieder eine halbe Runde vielleicht verloren, ne? Durchfahren müssen. Oder vielleicht sogar jemanden rausschieben, dadurch noch eine Strafe bekommen obendrauf. DT ist eine Durchfahrtsstrafe. Dann musst du einmal durch die Boxen dafür durchfahren. Und das kostet halt wirklich viel Zeit. Genau, sind ja eh noch 8 Stunden jetzt, von daher, da ist noch einiges drin und ja. Wenn es gut läuft, dann sehe ich da auf jeden Fall, ja. Top 10 wäre schön. Ja, Magga fährt gut. Ne, Safety Car war noch nicht da. Bin ich auch ganz froh drum. Wobei wir uns halt, sag ich mal, wieder rankirschen könnten, ne? Also, ja. Aber ich denke mal, wenn da jetzt nichts Großes passiert oder irgendwie jetzt hier, keine Ahnung, 10 Autos da abfliegen oder so, wird das auch nicht kommen. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass wir den Hobel gut durchspielen, ne? Ohne Unfall, ohne irgendwie einen Crash etc. Das ist ja für mich das Wichtigste jetzt erstmal. Dass wir keinen Schaden nochmal bekommen oder so. Die 8 Sekunden vorhin haben schon gereicht, plus die 15 Sekunden wegen meiner Dummheit da im Endeffekt. Ja, eher Frust bei mir, keine Ahnung, was das war vorhin. Kann ich machen? Aktuell 46,1 gefahren. Grüß dich, Lambo. Nee, nicht ganz so viel. Nee. Also wenn du wirklich, sag ich mal, gut dabei sein möchtest, so in einem höheren Segment, dann bist du bei 3, 4, 5.000 Euro. Wenn du einsteigst, ja, Paui vielleicht. Wenn du es wirklich extrem machen willst, dann bist du halt, ja, 12, 15k oder höher halt. Aber dann hast du da irgendwie auch Hydraulik drunter und alles drin. Danke dir, Taken. Freut mich. Freut mich echt. Na gut, klar, wenn du keinen PC hast und alles noch kaufen musst, dann bist du halt schon gut. Ja, wird schon teurer auf jeden Fall, ja.
Wenn du jetzt wirklich alles kaufen musst, ja, bist du bestimmt bei 10k, wenn du alles High-End haben möchtest. Wenn du mir eine PM schicken kannst, ich weiß es gar nicht von den Einstellungen her bei Twitch, aber kannst du gerne mal probieren. Dann melde ich mich doch mal durch und kann dir da Feedback geben. Das Wetter ist dynamisch, ja. Es kann jederzeit anfangen, sag ich mal, zu regnen. Ich glaube, wir haben 20% Wolkendecke und irgendwie 0,1 von 10 Stufen Regenwahrscheinlichkeit. Oder Quatsch, nee. 0,1 von 1 Ganzen, glaube ich. Ach, ich bin mir gar nicht sicher. Also es könnte anfangen zu regnen, ja. Ja, oder wie Kusewa schreibt, genau, kannst du dich auf dem Discord melden. Da gibt es ein paar mehr Leute noch. Kannst du dir vielleicht mehrere Meinungen mal anhören. Oder beziehungsweise durchlesen. Wieder war. Okay. Wärst du die nächsten paar Minuten mal anwesend? Ich bin jetzt für 10 Minuten noch da. Für 10 Minuten? Ja, aber ich muss dann meine Fett zeichnen. Ja, ich hätte mich auch suchen, weil ich würde auch nicht gerne machen. Reichen 10 Minuten nicht, oder? Nee. Ich mach das, ich mach was Frisches halt, also. Achso, ja, dann musst du leider noch kurz warten. Ja, dann warte ich noch mal. Ich glaube, in dem Rennen wird keiner mit Controller mitnehmen. Aber es gibt auf jeden Fall in RCC Leute, die mit Controller fahren. Ich bin selbst damals mal im Race Room lange Zeit mit Controller gefahren, da mein Lenkrad kaputt war. Und das, wenn man sich dran gewöhnt und damit zurechtkommt, ist man damit auch sehr schnell. War ich immer mit vorne dabei. Ja, prägst du die Preise halt aktuell, ne, mit Hardware? Normal kann man die aktuell nicht nehmen. Hast du, glaube ich, ein paar Probleme, wenn du jetzt was kaufen möchtest. Waren wir jetzt zwischenzeitlich 12? Oder? Du warst eben ganz kurz mal, glaube ich, auf P10. Ja, dann habe ich einen Fehler mit dem Audi gehabt. Genau, dann warst du P11, glaube ich, und dann durch die DT und jetzt Boxenstopp wieder halt P15 ist. Okay, ja gut. Ja, im Endeffekt haben wir beide so reingeschissen, sag ich mal. Ich hab zwei reingefahren, du hast zwei reingefahren. Ja, die letzte war halt echt fucking unlucky. Bei mir waren auch alle unlucky, also wirklich dumm eigentlich nur von mir. Ich hätte einfach vom Gas gehen können oder sowas, dann wäre die gar nicht kommen, ja. Weißt du? Ja, vor allem, ich habe zwei, ich habe fast erst nur am Ende. Es ist halt, naja. Es passiert, egal. Komm. Ja. Schmagger macht sich gut. 46 Schmiede konstant aktuell. Wenn er das so beibehält, verliert man nicht viel auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Ja, das passt schon. Ja, das freut mich sehr. Echt ist halt, ich habe halt versucht, die Reifen so gut wie es geht zu managen, aber die brechen halt übel ein, also... Ja, das merkst du. Was ich schon gesagt habe, du lenkst zu stark mit der Mercedes. In den langen Kurven, du haust die Lenkung rein, der Schab, der Reifen, alles wird... Ja, aber ich habe kein Feedback, weißt du, ich weiß halt nicht, okay, wie weit muss ich den jetzt halt noch und wie weit nicht. Das kriege ich halt leider als Feedback von mir jetzt nicht rein im Lenkrad, das ist das Problem. Ja, ja, aber den Frostmaster merkst du es auch ganz leicht, nur wenn du halt dann den Glück verlierst, dass der Vorderachse nicht zu viel. Ja, fix war die Pace schon, das war auch mit der... Also ich finde jetzt meine... Ist du bist besser halt gefahren, also du bist schneller als ich gefahren auf jeden Fall. Ich meine, du hattest am Anfang halt bei deinem Sprint keinen Verkehr oder so, aber trotzdem, du bist gefahren. Ja, wie gesagt, am Ende brechen halt die Reifen immens ein, mit dem habe ich halt dann noch immens zu kämpfen. Aber das ist schon okay. Es war okay, also. Ja, du hast keinen großen Fehler gehabt, alles wunderbar, wie gesagt. Wunderbar. Ja. Manche Manöver waren richtig wild, also. Aber ja. Oh, Eclipse, na, das ist natürlich kacke.
Er kann nicht runterschalten. Okay. Ja, cool, sind zurück, ne? Ja, bringst du, der fällt auch. Das stimmt sogar auf Twitch. Wenn es mich nicht täuscht. Ja, ja, ja. Lucky Lua, glaube ich, heißt er auf Twitch. Dankeschön! Wenn ich mich falsch entsinne. Wenn du die Pizza rausholst, ist aber dann kann ich dann in die Küche gehen, oder? Wenn ich dann die Pizza wieder hier habe, ja. Ah ja, okay. Ich wollte nur wissen, dass du noch irgendwie auf Kaisen gehst oder so, ja. Hä, nee, nee, ich nehme das schon mit. Okay. Alles gut. Muss ja einer aufpassen. Aber ich denke mal, ich brauche dann so eine halbe Stunde, 40 Minuten, dann mit Essen eingeplant und sowas, dann bin ich auch wieder dran. Passt schon, alles gut. Okay. Sechsten Gang über die Strecke ist doch cool, der ganze Sprit sparen wenigstens, Kappa. Welche Ferrari waren das eigentlich, wohin den ich da weiter gedreht habe? Das war, wenn die mir jetzt sogar nicht weichen, sondern es ist der hinter uns ist. Echt? nee, warte. P19 mit 787. Wie nah ist der hinter mir dran? Warte. Sekunde. Der Reifen, guckt sich daran, dass wir auf der Strecke ist der vordere linke Reifen unter meister Belastung. Also der ist halt am meisten belastet von der Fahrverhalten auf der Strecke an sich. Deswegen hast du auch einen viel höheren Druck drin. Also deswegen wird dieser Reifen viel wärmer, weil der viel mehr Druck hat und dementsprechend glüht er so gefühlt. Nicht ganz bestimmt. Der Reifen ist einfach mehr belastet. Ja, genau, meine ich ja. Ja, dann habe ich doch noch gesagt, oder? Ich würde jetzt mehr Druck sind, deswegen wird er warm. Am Ende verkriegt er mehr Druck durch die Mehrbelastung, weil er warm wird. Genau. Ja. Der Marker hat ein bisschen niedrige Drücke, sehe ich gerade. Er hat es rausgefahren von seinem Drücken. Achso, okay, gut, wenn es ihm passt, dann ist es okay. Aber er fällt halt ein bisschen vorsichtig jetzt, deswegen. Ja, bei mir sind halt die blauen Drücke, sind halt für mich halt, also ich komme halt nicht rum. Also ich hatte halt im ersten Stint hinten halt schon 27,4 bis 2. Und, ich habe mich gerade selbst verkackert. Ich dachte, das war der Runde. Wir richten es im Mager aus, wenn also wir Zeit haben. Überrundet. Also ja, wenn es geht. Aber danke. Euch auch noch ein gutes Rennen. Car on the right. Clear on the right. Aber ist egal, mit dem Fefe bin ich auch nicht weit. Mit denen hat man heute schon Kontakt. Waren das die? Ja, ja. Okay. Dann war das Team von Onisse. Mach's aber gut, Maga. Mach weiter so. Ja, deswegen ja Syntax. Schön. Ja gut, 2 Grad sind aber eigentlich jetzt nicht so der Unterschied. Naja, egal. Ja, wie gesagt, der fährt halt nicht so mit 3 von 100, ne? Wie den gibt er da halt nicht den Kick für dann. Car on the left. Clear on the left. Der Topf voll Chili, der hat die extra Schuppe.
Wie viel Grad sind es gerade? 29 Grad Strecke, 24 Strecke, 29 Luft, also wird langsam müsste es dann abkühlen eigentlich. Also ich glaube, den Peak haben wir schon erreicht. So, ich werde schnell meine Pizza und dann kannst du essen gehen. Jo. Naja, machen wir. Ich würde immer den Mittelwert 27,5 nehmen. Zwischen 27,2 und 27,8 ist so der beste Kontakt zum Boden. Idealerweise halt 27,5 dann, ne? Ist der Sound zu laut oder was? Stattdessen? Okay, dann habe ich mich gerade verlesen. Alles gut. Bin wieder da. Okay. Das habe ich für den Ofen nicht richtig angeschaltet, aber du kannst ja schon was holen. Ja, holen kann ich. Ich muss es machen, kochen. Macht hier dein Essen. Alles gut. Na? Ja. Okay. Gut, dann Chat, sehen wir uns oder hören wir uns so in eine halbe Stunde, 40 Minuten wieder. Und dir dann einen guten Abo gleich. Ja, danke. Bis gleich. Tschüssi, guten Hunger. Jo, danke. Dankeschön, du bist ein Engel, ich grüße dich.
19. Ich glaube, es steht sogar da, dass, was das GT4-Pack ist. Das sieht man ja auf Steam und alles. Müsste sogar GT4-Pack heißen, wenn ich mir jetzt die falschen Zähne sogar. Der Macker fährt Main eigentlich mal einen Ferrari. Oh, und danke für die Follow. So viel Müll. Ich glaube, das ist das erste Rennen, wo ich meinem Team was beitragen kann. Habe ich so das Gefühl. Aufgrund der Rundenzeit. Legt einen Satz. Ja, ihr müsst mehr sammeln, Leute. Mehr Twitch Prime oder Crime Chat, dann wird er schneller. Aber ja, er hält halt seine Pace auch konstant, was ziemlich gut ist. Ja, es ist halt schwer, den über die Konstanz zu bringen. Also ich merke es halt selber, dass der, dass halt mir auch die Reifen am Ende halt extrem einbrechen. Das wird halt auch nochmal schwierig, aber mal gucken, wie es wird für ihn. Ob Top 10 noch machbar ist, Kassi, danke für den Follow. Ja, gute Frage. Wir sind jetzt halt Top 5, ich sag halt Top 15 bin ich happy mit. Ob wir Top 10 erreichen, keine Ahnung, werden wir sehen. Kommt da drauf an, wie die nächste Stunts laufen. Gehen wir doch mal rein. Kann Reifen platzen? Ja, kann er. So noch kurz los. Okay. Dann nächste Runde, den nächsten zwei Runden. Sehen wir in 7,2 Stunden. Ja, genau. Danke, Marschi und Storchi. Richtig. Ja, keine Ahnung, also. Mal gucken, was passiert. Wenn wir ja Glück haben, kriegen halt die anderen Teams noch ein paar Drive-Throughs und dann können wir da mal die Tätigkeit, die ich reingefahren habe, wieder ausgleichen und dadurch immer gucken, wohin das geht. Und wichtig ist, dass wir halt keine Cuts mit großartig reinfahren.
Ja, Unfälle glaube ich jetzt eher nicht. Selbst Unfälle würden jetzt den anderen Teams nicht sehr viel kosten, tatsächlich. Ja, P14 hat eine schnellere Pace. Maga, für 2-3 Minuten ist mal kurz keiner da. Jo, alles klar, weiß Bescheid, danke. Jo, aber starke Pace, weiter so. Danke. Schön weiterfahren. Na, na, fürs Team, Pudi. Twitch Prime ist... O7. So, jetzt wo keiner da ist, habe ich nur noch euch, Chat. Kann nicht Chat lesen, Leute, es lenkt gerade ab. Also könnte ich schon, aber ich will heute wirklich mal was leisten fürs Team. Deshalb würde ich echt gern über alles, aber ich guck nicht hoch. Ich muss mich selber disziplinieren. Reden kann ich mit euch, aber ich kann nicht lesen. Zumal da vorne auch Party ist. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschubi. Tut mir einen Gefallen, Chat. Gebt dem Schwesternauto schöne Grüße bestellen. Das könnt ihr für mich machen. Wir sitzen da gerade drinnen. Funke. Ruhig, Brauner. Und fahr einfach, fahr. Schön fahren, danke. Schön auf der Strecke bleiben, Funke. Lass dich nicht ärgern von mir, komm. Gib Gas, Boys. Hopp, hopp. Oh, bist du sicher? What? Car on the right. Okay, ich... Ja, okay. On the right. Nicht cool, aber ist okay. Danke.
Octo-Crew ist wieder da. Jo, WW. Oh, jetzt mach keinen Scheiß bitte, danke, ob dich lieb. Moin. Bentley bitte vorbeilassen. Ja, hey, hab ich im Blick, danke. Car on the right. Ist er? On the right. Ja, passt, alles wunderbar. Ja, du kleiner süßer Oppermann, du. Wie Gummi, Alter. Hopp. Hopp, hopp. Oppermännchen. Hinter der P7. Ja, hab ich gesehen. Warum fahren nicht alle Bentley? Warum sollten nicht alle nicht Bentley fahren? Also. Car on the right. I mean. On the right. Jeder, wozu halt Bock hat, ne? In der Hinsicht. First Backmarker. What? Befehl für ist ein Backmarker. Ja. Die Reifen halten so. Ich kannte den Auszug nicht. Ach so, ja. Berundeter, bitteschön. Alles gut. Die Reifen halten 40, 45 Minuten und dann brechen die halt komplett ein, also. Man muss halt echt gucken, wie lange man die am Leben hält. Am Ende kann man noch ein bisschen pushen, aber das war's dann auch. Also wie, ja. Ich glaube, halt Zentran oder der Magga können die halt ein bisschen besser am Leben halten oder länger, weil die halt nicht so überlenken. Ich habe halt leider nicht das Force Feedback in Hinsicht, dass ich genau weiß, ab wann ich überlenke und wann nicht, leider. Das ist ein bisschen blöd.
Jetzt verliert er mal aber ordentlich Zeit ein bisschen hier. Du merkst es halt beim Fahren. Also einmal natürlich, du wirst langsamer, du musst mehr lenken, du kommst nicht mehr so schnell mit Kurven. Also als Fahrer merkst du das halt, wenn du fährst, und als Außenstehender merkst du es halt höchstens an den Zeiten oder wenn der Fahrer halt meckert. Michi, ja, es wird bald dunkler. Also wir sind jetzt 5 Uhr nachmittags. Ich denke halt, ja, so in 3 Stunden wird es dunkel sein. Also es wird schon bewölkter. Temperaturen gehen runter. Der Mager muss ja dann seine Reifendrücke unbedingt hochstellen für den nächsten Stint. Ja, Evi, keine Ahnung, wird wohl irgendwas passiert sein, wenn wir das G30 kriegen. Das wird schon seinen Grund haben. SG30 bedeutet Stop-and-Go-Strafe 30 Sekunden. Das heißt, das Fahrzeug musste in die Box sich stellen, also durch die Box fahren, auf dem Pitplatz 30 Sekunden warten, darf dann wieder weiterfahren. Kann bitte mal einer von euch beiden die Drücke anpassen, die ihr im Stream seht, und mir die durchgeben, weil ich habe gerade ein bisschen Luft. Ja, kein Stress. Ich würde sie dir halt kurz vorm Boxenstopp alles durchgeben. Ich habe jetzt aber gerade Ruhe. Ja, okay. Dann auf Startziel. Und ich brauche den Reifensatz bitte nochmal. Den Reifensatz sehe ich nicht. Weißt du, welchen du eingestellt hast? Ich glaube, wir waren bei. Nimm einfach den nächsten. Ich glaube, ich war bei. Hier oder du musstest jetzt 5 haben. Könntest du eine kurze, knappe Ansage bitte? Du musst jetzt Satz 5 bekommen. Alles klar. Haben. Ja, habe ich. Du siehst ja auch, wer weiß es. Habe ich. Okay. Nächste Runde mache ich das mit den Drücken. Ja. Kein Reifensatz 5. Dann fährst du den, dann müsstest du den 6. jetzt haben. Jo, hab ich. Danke.
Jo, bin bereit. Vorne links 25,4. Ja. Vorne rechts 27,0. Ja. Hinten links 25,9. Ja. Hinten rechts 26,8. Jo. Wenn dann eine Korrektur kommt, gebe ich dir gleich nochmal Bescheid. Ich danke dir, Vince. Noch da mal bitte überprüfen, dass auch du dich ausgewählt hast und nicht vergessen, wenn du die Box reinfährst, machst du die 115 Liter Sprit. Ja. Also dass du 115 hast beim Rausfinden. Mache ich, danke. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Also ich habe ihm jetzt einfach mal hinten ein bisschen mehr gegeben, weil im hinten halt der Druck wieder fehlt. Vorne habe ich sie relativ nur ein bisschen erhöht, weil die passen eigentlich vorne. Ja, mal gucken, wie sich's verhält. Also es sollte passen. Hinten braucht er einfach mehr. Nee, das gibt keinen Link. Du musst dir das G29 an sich kaufen und zusätzlich separat über MHV Studios heißen die, musst du dir diesen Aufsatz separat kaufen. Das gibt's leider in keinem Pack. Nee, Sakrileg, das ist Schmarrn. Ich habe ihm mehr gegeben. Du bist jetzt schon mit den Reifen unterwegs, die du im Discord gepostet hast, ne? Ja. Okay.
yellow flag accepted. Ich habe dir jetzt also generell ein bisschen mehr Druck gegeben, dass du da hinten rum jetzt nicht so wenig Druck hast. Sollte passen, hoffe ich. Nice. Oh. Kann schon im Auto klar? Oder? Gerade schon. Ja. Alles gut. Okay. Druck ist immer gut. Druck ist sau wichtig. Also der Druck ist sehr wichtig. Generell für die Stabilität. Ja, alles gut, Herr Krillig. Ich meine, ich muss auch damit einfach jetzt, naja, spekulieren, was man da halt macht. Ich meine, man guckt jetzt an, hinten links wäre der 26,8 vom Druck her. Das heißt, dementsprechend geht ihm halt übel die Traktion oder der Grip halt unten rum. Jetzt in diesen Kurven hier zum Beispiel, und der rutscht halt deswegen immens. Und jetzt will ich halt gucken, dass er beim nächsten Mal ein bisschen mehr hat. Aber ich weiß nicht, ob ich ihm sogar noch mehr Druck gebe. Vorbeilassen in Ferrari. Ja, mach ich. Hätte ich auch so gemacht. Car on the left. Faster car coming up behind you. Clear on the left. Die Stintzeit seht ihr oben links, die 13 Minuten gerade, die da anlaufen. Das ist die restliche Stintzeit. Hätte der kommt P1. Ja, habe ich schon gesehen, danke. Aber ist noch Platz, oder? Ja, du hast so 4 Sekunden. Also warte, ja. Bis er dran ist, der sucht sich. Mit dem kannst du. Warte, das ist echt scheiße. Also die 0,5 habe ich ihm hinten auch gegeben, aber ich überlege halt generell eben nochmal 0,1 überall aufzuschlagen, weil es halt echt wenig ist. So ein bisschen mehr Druck drauf machen auf der Reifen, weil das ist echt schon ziemlich wild ohne Sprit gerade. Ja, ich überlege halt gerade, ob ich generell, dass wir bei allen 0,2 hochgehen tatsächlich. Nochmal extra, ja? Mhm. Zentrin, was hast du dazu? Er ist nicht da, der macht sich was zu essen. Na, dann ist das eine sinnvolle Entscheidung, wir machen das. Ich habe das nicht im Blick, wenn du sagst, wir machen das, machen wir das. Ich gebe dir nochmal Bescheid, ich schaue es mir halt auch gerade an und spekuliere im Chat gerade, also ja. Ich gebe dir dann nochmal früh genug Bescheid. Das Ding ist, Chat, ihr müsst euch mal bitte den Reifendruck über die komplette Runde ansehen. Der Reifen entwickelt sich ja unterschiedlich. Das heißt, wenn wir dem jetzt 0,2 vorne geben, oder überall, fährt er jetzt halt dann vorne links wieder mit übel hohem Druck. Und das wäre halt blöd, also. Ich sag, die Vorderreifen passen. Also die Vorderreifen sind gut. Wenn dann die Hinterreifen. Die Hinterreifen sind das Problem. Und die Hinterreifen habe ich ihm schon mal hochgegeben. Ja, ich sag sogar 0,2. Okay. Mag er alle Reifendrücke bitte 0,2 hoch. Okay. Wenn er zu hoch hat, ist es egal, weil mit den höheren kann man auch fahren. Also. Er ist ja schon am Anfang vom Stint ungefähr mit 0,4 zu viel gefahren. Das haben wir jetzt reguliert. Ich habe ihm 0,2 draufgegeben. Das heißt. Also ich hoffe, es ist für dich okay, wenn du am Anfang ein bisschen höher hast.
Ja, wenn ich so, also 28 kann ich fahren. Ja, aber es läuft halt ungefähr darauf jetzt hinaus. Auf 28? Ungefähr, ja. Also ich kann es halt jetzt schlecht festlegen, alles gut, aber... Alles gut. Sollte sich über den Stint halt halten jetzt. Eine Arien bitte, kurz und knackig. Und nicht in Kurven. Yellow Flag, be careful there. Stint is a nix on, can you get down? Viel Erfolg, Boys. Also bitte für eine Runde das Pit-Menü offen lassen, damit ich es abtippen kann für Discord. Ja. Passt soweit, danke. Jo. Noch können wir Top 15 sagen, das passt schon. Dankeschön. Yellow Flag ist aktuell. Oh, Maga, ich sehe mit diesem Menü mein Apex nicht, ey. Scheiße. Habt ihr schon gesagt, ihr habt's doch schon. Ja, aber ich bin die ganze Zeit Kurven gefahren. Ich kann es nicht ausmachen, weil es auf der Buttbox ist. Okay. So, jetzt. Alles gut. Gerade ein Stint zu Ende, das super gemacht, kein Cut, alles heile, sehr schön. Ja, ich fahre jetzt die Runde noch und dann fahre ich, glaube ich, rein. Nicht, dass da hier irgendwas passiert. Ja, macht ja keinen Stress, du kannst locker zwei Runden fahren. Guten Hunger übrigens. Ah. Erste.
Flagge. Watch out. Slow car ahead. Orders. Also, kann auch den German Sim Racing Discord empfehlen. Da ist auch Betreuung für Neulinge und so auch da. Also da kann man auch vorbeischauen. Ansonsten ja, GSE Rennwelten bietet auch viel Programm für Neulinge, die sich neu im Spiel anfinden möchten. Da gibt es eine super Rennuni zum Beispiel bei Rennwelten. Machen da echt einen guten Job. Sind auch ein Haufen Leute da dabei. Ist das dein Endlap jetzt? Ja, würde ich sagen, sonst wird es nachher echt zu knapp, wenn irgendwas passieren sollte. Ja, ja. Ich lieber auf Nummer sicher, weißt du? Weil der vor mir, da eiert schon ganz schön rum hier, ist eben gerade abgeflogen. Und ja, der hat die DT, der wird dir wahrscheinlich auch jetzt vor dir reinfahren, nicht aufpassen. Ne? Ja, ja, alles gut, da habe ich den Blick. Macht er nicht. Okay, passt dann. Box, Box, Box. Bitte auf das Schild aufpassen. So, nochmal Kontrolle. Reifendruck 115 Liter. Du selber bleibst als Fahrer drin. Wir tauschen keine Bremsen. Wir haben Reifensatz 6 in der Hinsicht. Genau. Sieht auch im Menü so gut aus. Ja. Sehr schön. Sehr schön, super, super. Brav durchgebracht das Ding, sehr schön, keine Cuts, auch super Sache. Sehr schön. Du hast freie Strecke vor dir. Das erste Auto, was hinter dir ist, ist P3. Den musst du dann vorbeilassen, sonst hast du freie Fahrt fürs erste. Grip. Wie habe ich dich vermisst? Hallo? Was geht? So, damit wäre der erste Stufenmarker durch. Wunderbar. Wollen wir mal die neue Pelle einfahren, oder? Können wir mal gucken, ob das im Reifendruck klappt. Ich bete, dass der passt. Flagge, ah,
schlecht. Sehen die Reifen gut aus? Ach komm, fick dich, Game! Ach, come on! Fuck you. Ich hab einen Cut gekriegt, weil ich an dem vorbei bin. Ja, alles gut, ist auch kein Stress. Also ja, ich weiß. Ist alles gut. Ich wollte ja nur kurz mal... Weiterfahren. Ja, ist ja okay. Dann bin ich voll vergessen, ja. Hallo. Kommt zurück. Ja. Irgendwas Schlimmes passiert, Wichtiges passiert, was ich lösen wollte? Nee, wir haben jetzt, das Einzige ist, wir haben jetzt einen Cut, wir haben den ersten Bock, das stoppt super durch. Davor, ein Platz vor uns hat sogar auch eine DT bekommen, also kriegen vielleicht einen Platz. Ja, jetzt gucken wir halt, ich muss jetzt halt einen ziemlichen Gamble machen mit dem Druck, was wir haben. Weil Marc hatte halt viel zu wenig und ich habe in der Zeit die ordentlich vollgeknallt und jetzt hoffe ich mal, dass es sich für ihn gut verhält. Aber sieht ja bisher super aus, die Reifen, also. Ich glaube, ich bin wieder draußen. Hä? Wie lange wäre jetzt draußen? Eine Runde anscheinend. Das ist jetzt die erste Runde, ja. Wird zu hoch. Spitzenreifenbrücke übrigens, Vincent. Was hat er jetzt gesagt? Spitzenreifenbrücke, aber die sind ja jetzt schon keine Uni. Ja, das passt schon. Das wird ja eh alles. Ich habe ja, das Ding ist, ich musste halt mehr machen, weil es wird wahrscheinlich jetzt eh kühler. Und die Reifen nutzen sich halt extrem ab. Also. Ich habe ihm aber auch gesagt, dass sie jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen zu hoch sind. Aber am Ende ja, ist er gut, halt mit ja, Mitte oder sowas müsste dann wieder gehen eigentlich. Ne? Ja genau, weil er ist vorne halt mit 26,8 hinten gefahren und das können wir halt nicht lassen. Ja gut, ja. Hast du die notiert, was wir jetzt eingestellt haben? Ja, ist im Discord. Ich habe jetzt keinen Screenshot gehabt, aber ich habe es so notiert. Ja, die sind jetzt noch ein bisschen zu heiß, aber das sollte eigentlich klappen. Ja, ja, sieht gut aus. Ich war jetzt schon hart am Limit und wir sind bei 28, das haut hin. Ja, ist ja schon wunderbar. Dann bin ich froh. 1,45,7, Papa. Ah, das. Ja, auf geht's. What? Das ist gut, ja. Ja. Sehr gut. Boah. Voll gefressen. Mir ist so schlecht gerade. Ich komm nicht mal dazu, meine Pizza zu essen, echt. Ja, dann nimm doch jetzt die Zeit. Wow. Oh, ey, aber mir ist da echt die Suppe gegangen. Also ich war dann auch echt nach den 2 Stunden, nachdem wir auch so. Ja, also ich weiß nicht warum, aber hier, also bei den Kursen, ich fange so an zu schwitzen. Ganz komisch. Also ich muss auch sagen, du merkst halt am Ende, wenn die Reifen abbauen, wird es halt echt anstrengend. Also. Vor allem musst du hier in der Linkskurve da aufpassen. Ja. Also du fängst dich manchmal gerne überholen, wenn du zu viel auf den Stempel gehst oder zu stark. Nachts um 4 der ALC-PO, ne? Wird kaputt. Ja, hat er sagte ihr, der Macker fährt gerade nachts um 12 auf der Autobahn. Achso. Geht noch was. Lümmel. Barcelona ist halt warm, ja. Aber du hast halt so eine immense Abnutzung auf den Reifen und das ist halt, du verlierst halt auch viel Druck, weil du echt viel attackierst mit dem Auto. Der glaube ich gerade ein bisschen zu viel, ne? Ja. Egal. Die 16 bin ich wirklich top. Also, ja. Ein Platz jetzt im Endeffekt verloren, wenn wir gestartet sind. Den liegen wir aber noch. Wissen wir, da haben wir noch schon, da war eine Box. Fangen wir wieder mit der Rückbank an. Nee, Corsair, das lassen wir jetzt schön. Welche Rückbank? Ich weiß das auch nicht, aber alles es kann schon nicht gut enden. Naja, ein Puffer. Ja komm, ich glaube, wir denken alle an dasselbe, wenn es um Thema Rückbank geht. Also, ja, deswegen sag ich ja, kommt drauf an. Die 900 Rifle. Ja, aber die sind, glaube ich, schon fast eine halbe Runde vor uns, oder? Oder mehr sogar. Die sind 40 Sekunden hinter uns, Alter. Die 9? Ja. 40 Sekunden hinter uns. 14. Ach, 14? Ja. Ja, gut. Also ich sag doch 15 halten, das schaffen wir. Ja, wenn wir das machen, ja. Das ist das, der Rest liegt jetzt so in der Hand des Rennens, wie wir jetzt durchkommen.
So, das ist so ein Ziel, was ich schon setze. So. Wenn wir es jetzt verschaffen, bis du halt mit deinem Stint noch fertig bist, dass wir es bei einem Cut auch behalten, haben wir super Sachen für den Rest. Ich versuch's, ja. Ja. Wobei, wenn ich jetzt irgendwo cutten wollte, gehe ich auch nicht schnell vom Gas. Dann verliere ich halt irgendwie 5/10 oder so kackische Wetter. Ja. Ich bin dann lieber, als wieder irgendwie die Dinge anzuhaufen, weißt du, oder dann irgendwann nochmal eine Strafe zu machen. Du bist dann eh trotzdem schneller wie ich. Also Durchschnitt war ich glaube ich schneller, aber du bist wie gesagt trotzdem die beste Rundenfeldmann, ne? Ist also am Anfang, also in den ersten Runden ist es nicht schwer tatsächlich. Also du hast halt super Grip, aber du kannst halt nicht mehr attackieren, weil sonst machst du halt die Reifen im Arsch. Car on the left. Clear on the left. Oha. Sorry, Ferrari. Alles gut. Ich hoffe, der hat genug Platz. Naja, alles gut, passt schon. Gut, ich weiß, du hast neue Puschen drauf, Maga, aber gib mal Gas hier mit 1,07. Hopp, hopp. Hast du sicher, dass der neue Reifen drauf hat? Der kam schon raus, der. Ah. Sollte er zumindest. Ach so. Also ich glaube, wenn es keinen Regen gibt, müssen wir einen Stint, den letzten wahrscheinlich oder so, dann doppelt fahren, ne? Mit dem gleichen Reifen. Das machst du, das machst du. Ich doppelste die Reifen nicht, bist du bekloppt, Alter? Gut, dann müssen wir gucken. Entweder gehen wir Risiko ein, dass wir auf Regen noch hoffen oder halt, wie gesagt, ne? Wobei, warte mal, jetzt fahren wir Reifen über 10. Hä, war die 208, war das nicht der Porsche? Nee. Der Porsche ist nicht DS gut. Das ist eine Fehlinformation, der Porsche fährt noch vor uns. Und die 666 ist auch nicht DSQ, die fährt auch noch. Also wenn, dann hatten die eine Drive-Thru, aber keine DSQ. Also ich sehe aktuell kein Auto in der Box stehen mit einer DSQ. Ja, wir sind nur 46 Fahrzeuge. Na, das kann sein. Also, ja, es ist halt, also ich kann halt die Reifen nicht doppeln, du hast gesehen, ich überlenke das, ich kann das halt auch nicht beurteilen, also. Dankeschön, Pfeife. Love you. Ich überlege gerade, wir haben 11 Reifenwitze. Wir sind jetzt bei Reifen 6, das würde nicht aufgehen, ne? Nee, natürlich nicht. Eins sind wir dann 10, ja. Naja. Wir müssen halt. Ja, entweder wir hoffen auf Regen oder wir müssen halt, ja. Ja, wir machen das halt in deinem letzten Stint. Also, das hilft ja nichts eigentlich. Ja, wenn es dann regnet, ist schwach dann halt. Danach. Sind dann noch 4 Stunden danach. Ja. Wenn ich halt den Doppelstint tippe, dann sind wir halt komplett am Arsch. Ja, aber nachts ist es wieder, oder abends ist es kühler wieder. Oder? Ja, aber es so ändert mir nichts. Ja, aber es ändert nichts, weißt du, was ich meine? Bei der Konkurrenz-Cloud gehen. Ich will reinschleichen, ne, in die Box. Ja, ich fühl den Gedanken, ich fühl den, aber... das ist das einfach, ja. Be on the left. Das stimmt, 111 braucht ja keine Reifen mehr. Ja, stimmt, wir können mal abgeben, ja. Gib mal einen Reifen mehr, ja. Oder ich scheiße nicht mehr. Also die Anzeige ist wieder so verbuggt, ich weiß nicht, ob wir auf die P13 aufholen oder verlieren. Hawk, auf dem Server kommt ihr gar nicht rauf. Das ist geschlossen aktuell. Das ist kein Community-Event oder so, das ist ein richtiges Endurance-Event gerade. Mit Anmeldung vorher etc.
13 war in letzter Runde eine Sekunde schneller. Ja, es kann sein, aber so viel macht er nicht wett im Moment. So, bin ich schon wieder im Game. In den Chat weggemacht. Ja, und die Sims tauschen würde ich auch ungern, weil ich halt dann echt wieder müde werde, wenn ich nichts tue die ganze Zeit. Ja. Das ist auch wieder blöd. Wie sie meiner reingeschrieben hat, geht mir dann rein. Das ist jetzt, nee, also der Magger fährt halt jetzt einfach durch, haben wir gesagt. Oh, guck mal, der Türklapp! Adler! Hammer Lab, weiter so. Geile Sache. Problem ist halt auch, dass wir im Setup beim Gefahren, wir haben ja einen Sturz vorne von 4,0. Das ist der Maximumsturz, der geht. Das ist halt auch nicht so optimal für die Reifen, ne? Ja, natürlich. Das ist halt, ja, es ist halt mit dem Setup, es ist halt, naja. Aber wenn du den runterschraubst, dann kommst du halt immer so geil in die Kurven. Das ist halt echt, ich weiß nicht. Der AMG hier, ich glaube, der ist nicht der beste Wagen hier für den Kurs. Ist er auch nicht. Das ist halt aber auch nicht das Ding. Also wir könnten mit dem schon fahren, aber... Ja, im Endeffekt kann man wenigstens gut stabil hinbekommen, damit man gut fahren kann. Also, ganz ehrlich. Ich sag, Setup technisch geht nur eine halbe Sekunde. Sag ich mal bestimmt. Ja, bestimmt. Also da bin ich auch, dass wir damit auch Reifen schon erfahren können, weil wir haben halt so viel, Downforce hinten. Wir haben den Wagen sehr hart. Und das ist halt schon, der schwimmt halt nicht so rum. Also deswegen nur halt. Also mehr Setup technisch könntest du eh mehr machen, aber wirklich eh nicht, weil Endurance. Ja. Da wollte ich die Kiste halt nicht noch irgendwie unwohler oder sag ich mal hier, ne? Ja. Nicht so instabil bauen. Da ist dann doch ein bisschen stabiler lieber, als wenn man da immer, sag ich mal, Angst haben muss, dass die Kiste ausbricht. Ja, dann setzt der Marker gerade noch eine 45 niedrig. Ist das dein Scheiß Ernst? Hops. Moin, Alter. Alter, okay, nicht auf, ja. Oh ja, jetzt macht der richtig Gas. Wenn der nächste auch noch verfällt, melde ich mich noch zu. Dann ist wieder alles vorbei, wenn er meine Stimme hört. Ja, du denkst so, ah Mensch, der Xentral ist nicht da. Alle. Das heißt, du meine Ruhe weißt, der guckt jetzt zu. Ich bin weg. Tschüss, raus, peace. Ahoi, Magas und Margarine. Bist du kaum sprechen davon, wenn du 13 langsam. Ja, als ein Apex, ich hab dann nicht Adel das Apex verpasst, aber es ist egal, also. Nee, aber klasse, was er da macht. Ja. Freut mich echt. Ich finde auch mit dem Drücken, wir sehen jetzt zwar ein bisschen hoch, aber kommt ja auch klar, also. Ja, also spätestens, sag ich mal, ab der Hälfte sind die eh wieder so, ja, 27, 26, dann ein. Huch! Rasch! War das ein Cut? Mhm. Wäre bei mir 100%ig ein Cut geworden. Ja, bei mir auch. Man kommt dir die zwei an, ja! Ah, geht's ja gleich wieder, ja! Günter Steiner würde jetzt... Der Güntersteine, ja. War da fucking Krähen drauf. War aber knapp. Also wenn der Magger die Zeiten weiterfahren kann, würden wir fast pro Runde eine Sekunde auf den Hintermann gut machen. Ja, und nach vorne verlieren wir. Ja, aber nach vorne ist. Ja, also da sind halt die, da sind echt stabile Fahrer gerade. Dann fahren alle fast 44,9, 44,5, 44,5. Ja. Danke an euch alle. Für euren Support und eure Unterstützung. Wobei P3 in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus. Ja, wahrscheinlich wäre vielleicht schon. Weiter, so Magger. DC gut. Ja, einfach mal gucken, also. Teils. Onkel. Okay. Wir sehen die Reifendrücke ja bei Dizzy. Und demnach können wir dann agieren und sagen, okay, wir packen jetzt 0,1 drauf, wir nehmen 0,2 runter oder sowas. Genau. Und ich sag mal, zum Starten hat man das ja vorher so ein bisschen erfahren. Da ist man halt mal gefahren bei 32 Grad, bei 34 Grad.
Und dann kann man auch schon in etwa abschätzen, was man jetzt in etwa braucht zum Starten. Ja, danke, Moppel, Kuss geht raus. Aber der Magger, Alter, ich muss sagen, also die Linie gefällt mir halt echt. Also, ja, auch stabil. Ja, also, hat auf der Bremse, genau. Ja, auf der Bremse fühlt es sich auch wohl, der Bremse richtig schön, spät. Ich glaube, ich besitze heute beste Leistung so in den Dunsten überzeugt. Also die Pace ist ordentlich, muss man halt wirklich lassen. Also ich glaube, ich finde es halt schwer, jetzt konstant so zu halten, aber trotzdem geil. Also das ist schon, ja. Ich dachte so, wie es ist. Wenn er jetzt streamen würde, wäre er nochmal, sag ich mal, Twitch-Prime. Ja, klar. 35 weil Monate und fast 3000 Zuschauer. So. Geil. Ja, klar. Aber das muss man noch machen, also wirklich. Danke an euch alle irgendwie für euren Support und ja, nee, das muss man sein, was hier abgeht. Ja, aber er macht das schon. Also, wenn er das jetzt, wenn er sich jetzt den nächsten, den Doppelsteam gut ausruht, kann er auch nochmal ein bisschen ballern. Also, aber also siehst halt, er kämpft halt auch. Ne? Ja, ich find's klasse, ich find's wirklich klasse. Aber er schnauft, das war er ist am Arbeiten, er kurbelt. Ja, ich hab auch geschnauft, ich glaube. Ja. Ja, also mir ist ja auch, wo ich da diesen, den einen vor mir da, den Fefe attackiert habe, ne, das ist mir auch ordentlich die Pumpe gegangen. Ey, der fährt Zeiten, wie ich gefahren bin, du. 45, 45, 30. Alter. Wahnsinn. Wahnsinn, ey, das freut mich gerade richtig, wirklich. Ja, wo ist unser Bagger von vorhin? Also jetzt nicht, weil wir jetzt nach vorne kommen oder generell gut Zeit halten, sondern einfach, dass er den Progress macht, dass man das sieht. Ja. Ja. Richtig geil, Alter. Das freut mich wirklich. Richtig geil. Ja, Rockstar, also danke es ist halt, alle. Also Xenon hat auch nochmal viel verbessert, dass der Mager gut klarkommt, aber es ist okay, also wie wir vorhin gesagt haben, Setup ist noch nicht perfekt. Ja, vielleicht meint er aber auch sein Setup Thunderpack Monitor, weißt du? Ach so, ja, oh, kann ja auch sein, ich glaube sogar, dass du recht hast. Hast du das vorhin eigentlich mitbekommen? Nee, ne? Wir haben Steinschere Papier bei dir gespielt. Bei mir? Ja, wann du deinen Inlap machst. Warum? Ja, weil wir uns uneinig waren. Wer hat gewonnen? Ich? Also er, aber ich glaube, er hat mich beschissen. Okay. Aber er hat dann so gesehen meine Ansage gemacht. Keine Ahnung. Aber wie kann er dich denn bescheißen, wenn er vorher Schere Stein Papier gemacht hat? Ja, weil ich ihn ja uns ziemlich zusehe, was er wählt. Wir mussten es ja sagen in der Hinsicht. Nee, er hatte eine Schere, hat er nicht. Okay, gut, dann hat er fair gewonnen. Aber er klang so unsicher bei seiner Auswahl, da war ich ein bisschen verwirrt. Er hatte, ja, okay, ist gut, Chat, I'm sorry, es tut mir leid. Ich nehme es zurück. Ey, ich habe so Schwierigkeiten, ich will nicht alles mit Winko ansprechen, Mann. Hä? Ich hab ein paar Leute, die Winko heißen, und El Winko, ich will alles nicht mit Winko. Es gibt doch nicht. Einfach Winz, muss das ja, machen? Mach ich ja, ja auch, aber trotzdem will ich da trotzdem immer mal Winko sagen. Lass mich. Ja, es ist halt verwirrend, weil vor allem halt alle, also es waren halt viele, zum Beispiel halt auch Michel, und Michel sagte immer, wenn er Vince sagt, dann meinte er aber den Lindner, also den WPS-Fahrer. Mhm. Und dann fühle ich mich jedes Mal angesprochen, ich sitze halt da und denke so, was, hä, wie, wo? Das ist wieder bei der Runde gefahren, oder? 46-0, glaube ich, wenn ich den Fischstick erkenne, gerade im Stream. Alter. Hallo, Game. Ah ja, ah ja. Ja, 46 Minuten. Alter, was ist denn da vorne für ein Train, Alter? Du, guck dir das an. Oh, ja. Oh, oh, oh. Magga! Oh. Wie ein Gott, Magga. Wie ein junger Gott ausgewichen. Maschallah, der Hüpfe. Richtig geil. Danke. Ah. Das war aber mal kotbrot abrauen, aber holy shit. Das ging gerade so schnell, ich wollte mich gerade noch im Newton, da war er schon vorbei, du. Das war halt, grad, oh. Das war halt intens. Wollte gerade noch warnen, aber da war schon alles vorbei, oder? Ja. Holy moly, ey. Hat er super reagiert, super reagiert. Alter, der Claren, ey. Bitte nicht, bitte tu es nicht. Was macht der? Bruder! Car on the left. Clear on the left. Oh, 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 oh! Was ist denn jetzt hier los? Also wir kommen auf den Spinalla Park. Du holst gerade super nach vorne auf, eine Mega Pace. Wenn du so weiter ballerst wie jetzt, hast du die P13 bald vor dir. Die Gummi, Alter. Und der 187 Chat. Okay,
kommt das jetzt schon wieder her? Also ich höre die Jungs nicht, ne? Aber ist halt ein Meme, denke ich mal. Ja, Ricola, also es ist halt, wie es der Magger vorhin gesagt hat, da sind ja halt doch einige dabei, die sind ja halt nicht so erfahren. Die tun sich da auch schwer. Auf Barcelona, das ist halt auch eine enge Strecke, viele Kurven, wo du halt echt hier manche Fahrer echt leicht ans Limit getragen wirst und dementsprechend passiert halt so mal auch was, wenn du halt nicht genug Erfahrung hast. Wo ich sag, das kannst du denen wirklich nicht verübeln, also ehrlich. In der Hinsicht können wir nur froh drüber sein, wir profitieren halt von dem Ganzen auch in einer gewissen Art, also ja. Ja, ich bin ja gespannt, wenn ich dann gleich im Auto verdienen kann. Ja. Wenn ich dann noch 13, 12 oder vielleicht schnief oder so. Doch, wir aber können ich hab Bock, nochmal Attacke zu machen. Ich hoffe nur nicht, dass wir nochmal in die Karre fährt, das war ich gut. Wenn ich nämlich nochmal einen Fit mit Schaden fahren muss, dann breche ich eher. Jetzt bin ich zweimal mit Schaden gefahren. Einmal 8 Sekunden, einmal waren es glaube ich 4 Sekunden oder so. Ja, aber der Pace war ja trotzdem super. Jetzt habt ihr ja, aber es hat mich halt geärgert. Ne? Eigentlich, ich sag mal, locker eine halbe Sekunde locker. Ja, dafür hat es, ich hatte dafür die anderen Rennen auch Schaden im Auge. Ja. Immer das. Die Startfahrer sind immer im Arsch. Taku, Roxa, danke für den Follow. Ja, wir haben Glück, dass wir noch relativ. Ich bin leise. Okay. Speed auf der Bremse. Huch. Ich kann es vielleicht. Ja, also. Mehr, oder? Also. Ohne jetzt es so so zu sagen, also ich fühle mich schon wie so ein Reifenflüsterer. Also ich kann die Reifendrücke schon ganz gut einstellen. Also. Ja, also darf ich jetzt schon mal sagen. Also ich krieg das schon ein bisschen gut eingestellt. Das ist halt immer das Thema, was halt viele halt verkehrt machen, ist halt, man muss halt beachten, okay, verändert sich die Temperatur der Strecke, wird die nochmal kälter, wie sind die Reifen unter der kompletten Runde zum Beispiel. Also da muss man halt extrem drauf aufpassen und natürlich voller Wagen dementsprechend. Ja. Also lauter geht jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt schon bei 95%. Mehr mach ich nicht. Schuss, ich fühle das, ich kann dich da voll verstehen, ja. Ansonsten liegt es dann wahrscheinlich eher an den Einstellungen bei Dizzy, dass er mich irgendwie älter gemacht hat oder so. Ja. Ja. Ja, Shano, das ist halt, also, das ist halt das, weil du weißt es halt selber nicht so genau, weil ich kann halt die Drücke halt nicht rausfahren. Ich muss halt wirklich in der Hinsicht halt einfach schätzen mit den Drücken. Und deswegen ist man halt am Anfang einfach, okay, gehe ich jetzt das Risiko ein, gehe ich jetzt zu viel Druck oder gehe ich jetzt zu wenig Druck? In der Hinsicht war es dann die richtige Entscheidung. Und natürlich gibt es halt Konfidenz. Machen wir eine Tunnel. Nee, nur Reifenflüsterer. Nur Reifen. Mr. Pressure. Mr. Pressure. Dizzy ist aktuell vollends konzentriert. Deswegen sagt er gerade gar nichts. Also wenn der ist gerade sehr. Ja. Und das ist auch gut so, also. Wenn er die 40 Minuten gefahren ist, dann wird er wieder mit euch sprechen. Ja. Oh nice, Sascha fährt wieder, nice. Ich glaube, der Wallach hat sich wieder gefangen, weil wir aktuell ein bisschen. Ja, Magga fährt halt eine Sekunde langsamer jetzt. Ne? Ja. Ja, mal gucken, die Runde sieht nicht immer so schlecht. Aber wenn er das trotzdem so hält, ist sicher. Ja. Wobei, jetzt könnte ja, wenn er die Runde. Wir sind in Position 13. Wir müssen Position 12 aktuell einholen, wenn dann, das ist die 88. Den seht ihr jetzt gerade beim Magga noch nicht, weil der hat das kleinere Fahrerdisplay. Aber aktuell Abstand nach vorne sind 10 Sekunden, 10,5 ungefähr. Oh, waren es ja eben auch 11 oder so. Ja. Einer ist, glaube ich, da vorne in die Box. Guck dir das an, Alter. Wie die Schikane nimmt er schon viel besser. Mhm. Ein bisschen zu viel lenkt er noch, aber es wird schon.
glaube ich, 45, 6 oder so. Alter, guck dir mal das an. Der ist jetzt in der Mitte vom Spin und fährt nochmal eine 45 Mitte, Alter. Richtig nice. Richtig geil. Also das ist ein Progress, wo ich sage, auf Barcelona ist es nicht mal so einfach. Er fährt im Endeffekt unsere Pace gerade. Ja, er fährt unsere Pace, das stimmt. Also, what the fuck? Das freut mich wirklich, also ungelogen. Das ist halt richtig nice, richtig geile Sache. Wie sieht dein aktuelles Setup aus? Das ist ein G29 und ich habe unten CSL Elite Pedale mit Loadcell Kit. Ach, du hast es ja, okay. Ja, ja. Ja, habe ich mir Weihnachten damals geholt. Mit Geburtstag zusammen. Kauti, danke für den Follow. Herzlich willkommen. Aber ich meine, ja, das war Sascha, auf Abwägen. Schade. Ja, also, ja, das würde ihn, glaube ich, eher mehr frustrieren, als der Spaß. Ja, es ist halt, es ist Barcelona, ist nicht einfach, Mercedes ist nicht einfach, Endurance-Rennen, der ist ja nur nicht mal einen kompletten Stint so gefahren, also per se, es ist schon. Ist schon schwer wie als Einsteiger, ja. Ja. Ja, es ist halt vor allem, wenn du halt dich am Anfang halt auch so schwer tust, ne? Also wenn du halt dich echt nicht so leicht da reinfinden kannst, ist das schon was anderes. Ja, wie auch, wenn du noch nie gefahren bist wirklich vorher, ne? Also. Ja, keine Ahnung. Also generell mit Rennsport nicht so viel am Hut hast? Genau, das meine ich halt. Wenn, wo ich sage, ich bin zum Beispiel nach den ersten drei Wochen bin ich 12 Stunden Bathurst gefahren und bin dann mit Top 15 gefahren, so. In dem V12 Aston. Das ist schon eine andere Sache. Aber du musst halt dieses, du brauchst, um in ACC gut klarkommen, halt, wie du es gesagt hast, diese Vorkenntnisse von GT-Fahrzeugen oder dass du halt mit dem Feedback von dem Fahrzeug umgehen kannst. Und das ist halt auf einer Woche ziemlich schwer zum Lernen. Sorry, also, ich muss dich unterbrechen, aber der McLaren, ey. Das war aber wild, mein Freund, dankeschön. Hättest du einfacher haben können. Immer also der gleiche. Ein Millimeter weniger Gas geben. Immer der gleiche, ja. Ah, es war schön. Also, ich meine, es ist schwierig, aber dafür macht er das. Ja, es hat man denen aber allen gestern nochmal sogar ein Briefing gestern beim Qualifying gehört. Wenn ein schnelleres Fahrzeug kommt, dann guckt, dass er auf der Geraden einfach mal vom Gas gibt und lasst es einfach bedienen. Ja, aber das hat seit Anfang an schon nicht geklappt, also das ist halt ja aber ich frage mich halt immer, warum macht man es nicht? Man ja, hat Leute, weil die können einem sagen, hier hinter dir kommt einer. Es ist einfach, ja, keine Ahnung. Ja. Chris, vielleicht also. Wenn du zu viel rutscht, zu spät bremsen, zu viel lenken, also zu viel Lenkung in der Kurve oder halt auch zu schnell. Das kann man halt schlecht pauschal sagen, wo deine Fehler dann liegen. Das sah sie putzen. Luxi oder Luxi. Ja, mit Sicherheit und Gesundheit. Also wenn du ein gutes Feedback hast, ein starkes, da kriegst du bestimmt schon den einen oder anderen Muskel dazu, falls du irgendwie nicht gerade breit gebaut bist. Zumindest in den Armen halt, ne? Ah. Oh, das war aber. Ja, aber ist mal weggebeutelt, hä? Ja. Da kam mit Pulver. Das ist der 220er AMG, also der Evo. Genau. Also ich glaube, der 19, also der vorherige, wäre das ja auch Case. Schneller auf den Graben, aber ja, ich glaube in den Kurven und so. Ja, Evo definitiv auch was Curbs angeht. Suzuka ist halt eine Rakete. Ja, nicht nur Suzuka. Also Imola ist er super, auch Nürburgring war er jetzt auch nicht so schlecht. Er hat schon ein paar Strecken, aber er ist halt noch ein bisschen gut gepatcht, weil du einfach diesen Topspeed obenrum nicht mehr hast. Nee, Chris, du hast in der Hinsicht nur einen Set Slick-Tires, die generell in dem GT-Sport so gefahren werden. Also da gibt es keine weichen oder harten wie in der Formel 1. P12 sieht für mich gerade so nach 12 Sekunden aus, wenn man das so halb 13. Oben. 13? Ja. Macht 13 draus, ja. Ich sehe halt nur diese Striche unten, weißt du? Ja, ja, 12, 13, also 13 ungefähr. Also, wenn wir unten. Fährst du mal deine Drücke noch aus? Du hast, Wie viel Grad haben wir denn gerade? 22, 25. Ist ganz schön gesund, würde ich sagen. Mit 2 Grad, deswegen sind ja die Reifen noch gut im Fenster, glaube ich. Ja, guck dir das mal an, alle 27,9.
Ah. Ah, ich glaube, überall 0,1 runter, dann ist perfekt gewesen. Und wirklich perfekt auf die Dinge. Ja, genau. Also ich glaube, so ist gut schon. Ja, ich glaube, dem Mager tut auch das ein bisschen mehr Stabilität nicht schlecht. Darren, bitte vorbeilassen. Habe ich mitgekriegt, danke. Den Bentley musst du nicht sofort vorbeilassen, dann kannst du dir noch Zeit lassen. Car on the left. Clear on the left. Fast the car behind you. Ja, danke, dass es dich gut unterhält, Chris. Freut uns. Ja, den Bentley sollte er dann doch schon vielleicht mal vorbei. Ja, das dauert noch. Gib ihm noch eine bisschen Gegengeraden oder so. Das ist halt eine halbe Sekunde, muss er erstmal zufahren. Mach so nicht die Tür zu, bitte, mach nicht die Tür zu, 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 dankeschön, Pippi. Schreib beim Überventilieren hier, der Mager schon. Ich habe auch gerade noch einen Schock bekommen, aber ja, da gab es schon wildere Manöver. Ja, ja, ja. Da ist mir schon alles der Kackstift gegangen, manche Sachen hier. Please hold the door open. Hat die weggebetet. Hast du die Tore von Bibi reingeschrieben? Ja, ja, aber du wirst definitiv andere Drücke haben. Deswegen überlege ich gerade überall einfach 0,2 runterzumachen. Nee, wie gesagt, fahr bitte dich warm. Also fahr mit deinen Drücken und fahr die dir raus. Mach das bitte. Mager muss jetzt wieder auch seinen Flow finden. Was? Ich mach das jetzt, aber ich möchte vorher eine Wette abschließen. Ich sag 0,2 von den Drücken runter werden ungefähr, oder ist mein Ideal. Ja? Ich sag, du musst die Balance an sich ausgleichen, dass du hinten... Dass du vorne mehr, also dass du vorne mehr ändern musst wie hinten, sage ich mal. Aber ich kann es halt bei deinen Drücken auch nicht abschätzen. Ich war ja auch zum Beispiel komplett andere Drücke wie du. Sehr schöne Kurve, wunderbar. Das macht er richtig gut. Ich finde, er hat so richtig guten Flow, ey. Muss ich echt sagen, als ich loben. So richtig geil. Das wird jetzt heute so ein richtiger Durchbruch auch von Mager sein. Also. Leck hatten wir auch. Du musst den jetzt noch nicht sofort durchlassen, du hast eine halbe Sekunde, lass ihn bei Startziel vorbei, wenn dann. Wie viel Uhr? Warte. 16 Uhr, das heißt, wir haben 4 Uhr nachmittags. 16 Uhr. 18 Uhr. Fange ich schon an, hier Scheiße zu laden. Ja, der vor ihm hat richtig scheiß Ping. Richtig kack Ping. Gas, Gas, komm, gib Gas wieder. Das muss nicht so lang. Ja, sehr schön. Mit dem Einwort, mit dem Windschatten mit. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das hat die Warnblinkanlage verwirrt und er dachte, der geht schon so früh. So, nimmst du mich mit auf eine Tour, Herr Haas? Dann los, let's go, baby. Car on the left. Hinter ihm kommt jetzt aber auch schon 414 angebüllert. Push, push, Brudi! Wo ist der Unterschied zwischen... Boah... Nitron, keine Ahnung. Man muss sich mal anschauen. Ich glaube, das... Sei, die ist halt mehr ausgestattet, glaube ich, halt, die größere, das größere Kit bei GSE. Aber bin ich echt kein Experte. Ja, der Mager ist gut drauf. Der weiß auch, dass er halt echt nur einen Stint hingeknallt hat, also. Da
Also wenn wir es jetzt schaffen, P13 zu halten, so bis zum Pitstop, was ich jetzt zweifle ein bisschen, aber wenn wir es schaffen, 13, 14 gut zu halten, dann können wir nochmal einen Angriff machen vorne ein bisschen. Guten Onkel. Aber hat man im Singleplayer keinen Spiegel? Doch. Virtuell. Doch. Kommt bei mir nicht mehr, keine Ahnung. Ja gut, dann kann es ja sein, weil du offline fährst und keinen brauchst. Ja, kann man nicht sein, aber... Ja doch, ich glaube, du hast offline gar keinen, weil du keinen brauchst, ja. Aber wer soll denn da kommen, wenn da keiner ist? Verstehst du? Ein Martinus. Na klar. Okay. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschubi. Nein, danke für den Follow, ich kann nicht sehen. Merci. Kann mir einer mal bitte mal kurz vom Chat aus mal gucken, wo jetzt aktuell die anderen bei Spar gerade rumgurken, also Michel und WPS, die ganzen Boys. Kann mir da einer mal so einen Status-Report geben, was da bei Simgrid gerade läuft? Das wäre mega schniekenett. Das wäre echt toll. Okay. Sind die soweit gut durchgekommen oder ist da schon was passiert so? Dankeschön. Oh, vorsichtig, Rudi. 404, Fatal Error. Oh mein Gott, was machst du?